Ich darf nun offiziell die öffentliche Anhörung zur menschenrechtlichen Lage in Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten eröffnen, darf Sie alle hier herzlich begrüßen. Besonders möchte ich die geladenen Sachverständigen begrüßen. Frau Dr. Asseburg, Senior Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herrn Dr. Michael Borchardt, Leiter des Auslandsbüros Israel der Konrad-Adenauer-Stiftung. Jeff Halper, I hope I pronounced it correctly, Jeff Halper, Gründungsmitglied des Israeli Committee Against House Demolitions. Jonathan Heuberger, Rechtsanwalt und Experte für Völkerrecht und Völkerstrafrecht, sowie Kerstin Müller, die Leiterin des Tel Aviv-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen wieder in Ihrem alten Wirkungskreis. Sie waren viele Jahre Bundestagsabgeordnete, Kollegin und auch Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Ich darf die Mitglieder des Ausschusses hier sehr herzlich begrüßen. Und es haben sich darüber hinaus noch eine Reihe von anderen Kollegen angemeldet, die dieser Anhörung entweder jetzt schon beiwohnen oder im Lauf der Zeit noch kommen werden. Und ich darf die Zuhörerinnen und Zuhörer im Saal und auf der Tribüne begrüßen und diese Begrüßung mit einer kleinen Bitte verbinden, die wir hier meistens äußern. Ich darf einfach bitten, obwohl es geradezu verlockend erscheint, die Füße auf die Balustrade zu legen, dieses bitte zu unterlassen, weil nämlich der Straßenstaub die Tendenz hat, dann leise rieselnd nach unten die Kragen unserer Kolleginnen und Kollegen hier unten zu beschmücken. Und das wollen wir nach Möglichkeit doch bitte verhindern. Meine Damen und Herren, die Anhörung heute ist öffentlich. Sie wird aufgezeichnet und zeitversetzt ab 19.30 Uhr im Parlamentsfernsehen Kanal 1 ausgestrahlt. Die Aufzeichnung kann später auch in der Mediathek auf der Webseite des Deutschen Bundestages abgerufen werden. Im Übrigen wird die heutige Anhörung auch in den Sitzungssaal 4200 übertragen, um sicherzustellen, dass auch diejenigen, die keinen Platz mehr auf der Tribüne finden sollten, der Anhörung folgen können. Ich darf jetzt zunächst das Einverständnis einholen, dass Abgeordnete anderer Ausschüsse Rede- und Fragerecht wie die Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe haben und dass von der Sitzung wie öffentlich, wie üblich, ein Wortprotokoll angefertigt wird. Gibt es dagegen Einwände? Das sehe ich nicht der Fall, dann ist das so beschlossen. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sind den Ausschussmitgliedern und den eingeladenen Ausschüssen vorab zugegangen. Sofern die Sachverständigen zugestimmt haben, werden die Stellungnahmen nach der Anhörung auch auf die Ausschussseite im Internet gestellt. Vor dem Sitzungssaal wurde außerdem noch einmal die Tagesordnung und die Lebensläufe der Sachverständigen ausgelegt. Zum Ablauf der Anhörung. Die Sachverständigen haben in alphabetischer Reihenfolge zunächst Gelegenheit für ein Eingangsstatement von rund 5 Minuten. Herr Halper hat bereits angekündigt, dass er sein Statement gerne in Form einer PowerPoint-Präsentation durchführen möchte. Die notwendige Technik dafür steht bereit. Allerdings auch die Bitte, die 5 Minuten nicht zu überschreiten. An die Eingangsstatements schließt sich dann eine erste Frage- und Antwortrunde, die Fraktionsrunde, an, wobei die Sachverständigen diesmal in umgekehrter Reihenfolge antworten. Also das ist eine Koordinationsaufgabe jetzt an die Abgeordneten. Danach erfolgen die zweite und, soweit ausreichend Zeit bleibt, auch eine dritte Frage- und Antwortrunde. Abschließend, bevor wir jetzt einsteigen, bitte noch die Bitte an die Zuschauer und Zuhörer, nicht mehr zu fotografieren, damit die Anhörung nicht über Gebühr gestört wird. Damit kommen wir dann zu dem ersten Statement. Ich darf Frau Dr. Asseburg bitten. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass der Ausschuss sich mit diesem Thema beschäftigt und ich freue mich, dass ich hier heute sprechen kann. Das Gros der Menschenrechtsverletzungen in dem Gebiet, das wir hier betrachten, findet in den palästinensischen Gebieten, in der Westbank, in Ostjerusalem und im Gazastreifen statt. Und das Gros dieser Menschenrechtsverletzungen resultiert direkt aus der auf Dauer angelegten militärischen Besatzung, der de jure und de facto Annexion von Teilen des Gebiets sowie ihrer völkerrechtswidrigen Besiedelung durch Israel. Israel verletzt in den besetzten Gebieten grundlegende bürgerliche, politische und wirtschaftliche Rechte der palästinensischen Bevölkerung. Ich kann in diesem kurzen Statement nur in Stichworten darauf eingehen.
Es geht um die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, um das Verwehren des Zugriffs auf Ressourcen, die Unterwerfung unter Militärjustiz, die sehr häufige Verhängung von Administrativhaft, die Zunahme von Hauszerstörungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Hinzu kommt seit 2007 die verschärfte Blockade des Gazastreifens, eine Blockade, die israelische Sicherheit gegenüber den elementaren Rechten der lokalen Bevölkerung priorisiert. Die Abriegelung verhindert einen umfassenden Wiederaufbau der Schäden des Krieges von 2014 sowie jeglichen wirtschaftlichen Aufschwung, von einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung ganz zu schweigen. Und sie hält die Bevölkerung künstlich in Abhängigkeit von externen Hilfslieferungen. Die UN gehen davon aus, dass der Gazastreifen schon in wenigen Jahren unbewohnbar sein wird, wenn die Ressourcenfragen und die Umweltdegradierung nicht rasch angegangen werden. Momentan sehen wir genau das Gegenteil. Wir sehen eine kritische Zuspitzung der humanitären Krise, nicht zuletzt aufgrund der Maßnahmen der palästinensischen Autonomiebehörde und Israels. Auch die Institutionen der palästinensischen Selbstverwaltung in Westbank und Gazastreifen verletzen die Menschenrechte regelmäßig. Menschenrechtsverletzungen von dieser Seite und die sogenannten Shrinking Spaces für die Zivilgesellschaft, für Menschenrechtsverteidiger und für die politische Opposition sind hier in allererster Linie eine Folge der innerpalästinensischen Spaltung und des anhaltenden Machtkampfes zwischen der palästinensischen Autonomiebehörde, Fatah auf der einen und Hamas auf der anderen Seite. Sowohl in der Westbank als auch im Gazastreifen haben die Regierungen keine demokratische Legitimität mehr. Die Gewaltenteilung ist de facto aufgehoben. Es existieren keine effektiven Checks and Balances. Auch in Israel ist die Verengung des Spielraums für Zivilgesellschaft und Menschenrechtsverteidiger sehr eng mit dem fortgesetzten israelisch-palästinensischen Konflikt und mit der Auseinandersetzung um die Identität Israels verbunden. Von einschränkenden Gesetzen, von massiven Schmäh- und Einschüchterungskampagnen sind vor allem diejenigen betroffen, die die Besatzung kritisieren und die sich für die Gleichstellung von nicht-jüdischen Bevölkerungsteilen und Flüchtlingen einsetzen. Was sollten der Deutsche Bundestag und was sollte die Bundesregierung tun? Ich möchte gerne kurz 5 Punkte ansprechen, die mir prioritär erscheinen. Der erste Punkt ist, dass eine effektive Durchsetzung der Menschenrechte tatsächlich die Beendigung des Besatzungsregimes erfordert und die umfassende Gewährung bürgerlicher, politischer und wirtschaftlicher Rechte für die palästinensische Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Das muss eine Priorität deutscher Außenpolitik sein. Das beinhaltet neben dem aktiven Einsetzen für einen Friedensprozess auf der Basis von Parametern, die die Interessen beider Konfliktparteien berücksichtigen, vor allem im Sinne von Sicherheitsratsresolution 2334 vom Dezember 2016, eine konstante und konsistente Differenzierung im Umgang mit Israel einerseits und den völkerrechtswidrigen Siedlungen in den von Israel besetzten Gebieten andererseits. Zweitens sollte Deutschland nicht nur auf eine Beendigung der aktuellen Krise im Gazastreifen hinwirken, sondern auf ein dauerhaftes Ende der Blockade, wie schon von allen Parteien im Bundestag 2012 gefordert. Eine nachhaltige Verbesserung der Situation im Gazastreifen erfordert einen dauerhaft geregelten Waren- und Personenverkehr. Deshalb muss ein langfristiger Waffenstillstand ausgehandelt werden, inklusive eines Krisenmechanismus. Und es braucht zumindest teilweise eine Rückkehr zu den Vorkehrungen des Agreement on Movement and Access von 2005. Ich bin der Ansicht, dass das ohne das Einbeziehen der Regierung im Gazastreifen nicht funktionieren kann. Dritter Punkt. Deutschland und seine Partner in der EU sollten ein spezielles Augenmerk auf Entwicklungen in den C-Gebieten der Westbank legen, insbesondere in den strategisch wichtigen Gebieten E1, Jordantal und in den südlichen Hebronbergen und in Ostjerusalem, da nämlich, wo palästinensische Einwohner von Vertreibung bedroht sind. Und sie sollten ihre Kritik direkt und konkret an Israel kommunizieren. Ebenso gilt es,
konkret in Bezug auf die Shrinking Spaces auf israelische Politik einzuwirken. Die Erfahrung zeigt, dass Präsenz und Kritik sehr wohl Einfluss haben in diesen Punkten. Vierter Punkt, bei der Zusammenarbeit mit der palästinensischen Autorität in den Schwerpunkten, die Deutschland und die EU gesetzt haben. Das gilt insbesondere für Fragen der Kooperation in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, zivile Polizei und Regierungsführung, sollte deutlich konsequenter als bislang auf Menschenrechtsschutz und Rechtsstaatlichkeit abgezielt werden. In diesem Sinne halte ich auch einen kritischen Dialog mit der de facto Regierung im Gazastreifen für sinnvoll, sowie das Insistieren auf Zugang für Menschenrechtsverteidiger in den Gazastreifen gegenüber Israel. Letzter Punkt, fünftens, ich würde es für äußerst sinnvoll halten, wenn der Menschenrechtsausschuss eine Delegationsreise in die Region unternehmen würde, um sich vor Ort ein Bild der Situation zu machen und mit allen relevanten Akteuren in Israel, in der Westbank und im Gazastreifen zu sprechen. Und ich halte das für umso wichtiger in einer Situation, in der wir von der derzeitigen US-Administration, die Menschenrechte als interne Angelegenheit betrachtet, wenig Engagement in dieser Hinsicht erwarten können. Dankeschön. Ich danke Ihnen auch. Es ist selten, dass wir von Sachverständigen auch mal einen so guten Rat bekommen. Herr Dr. Borschardt, bitte. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, vor dem Ausschuss sprechen zu dürfen und entrichte Grüße aus Jerusalem, wo ich heute Morgen erst hergekommen bin, um 4.50 Uhr. Um es zunächst ganz klar zu sagen, der Satz, dass Israel eine Demokratie ist, die einzige in der Region, umgeben von Staaten, die bei weitem nicht den gleichen Standard an Menschenrechten und liberalen Freiheiten aufweisen, ist nach wie vor uneingeschränkt richtig. In vielen internationalen Rankings wird dem israelischen Pluralismus, der Presse- und Redefreiheit, der politischen Partizipation, Wahlsystem etc. regelmäßig ein gutes bis sehr gutes Zeugnis ausgestellt, wenngleich bei der Pressefreiheit die Diskussion um die Gratiszeitung Israel Hayom Spuren nach unten hinterlassen hat. Bei den Bürgerrechten schneidet Israel zwar etwas schlechter als der Durchschnitt ab, aber noch immer deutlich besser als andere Nachbarstaaten. Deshalb ist in diesem Zusammenhang die Frage überaus wichtig, ob Israel vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung diesen gelebten relativ hohen Standard, grundrechtlichen Standard und menschenrechtlichen Standard erhalten kann, wenn der Konflikt zwischen Israelis und Palästinenser nicht im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung gelöst werden kann. Denn bekanntermaßen eine Ein-Staaten-Lösung würde entweder den Status Israels als jüdisches oder seinen Status als demokratisches Land gefährden. Aus diesem Grund ist und bleibt trotz gegenteiliger gesellschaftlicher Dynamiken auch hier sozusagen die Erlaubnis vorausgesetzt des Vorsitzenden der Rat und trotz aller damit verbundenen politischen Schwierigkeiten die Zwei-Staaten-Lösung die einzige gangbare Alternative und das Eintreten für diese Lösung auch von Seiten der internationalen Staatengemeinschaft der zugleich wichtigste Beitrag für den Erhalt des menschenrechtlichen Standards in Israel. Die Realität mag hier nicht viel Anlass zur Hoffnung geben, aber jedes Zittern und Zagen an der Stelle, auch und gerade in der Vergangenheit, ist das immer wieder deutlich geworden, wird vom rechten Rand des politischen Spektrums in Israel als Abkehr vom Ziel eines palästinensischen Staates aufgenommen und politisch ausgenutzt. Schon jetzt stellt der Ausbau und leider seit einer Woche auch wieder der Neubau von Siedlungen und die Siedlungsrealität ohne jeden Zweifel eine Herausforderung für die Demokratie da. Die israelische Besetzung des Westjordanlandes ist und bleibt, auch dann, wenn es immer wieder Bemühungen gibt, beispielsweise durch die Wiederaufnahme der Arbeit der gemeinsamen Wasserkommission, die Folgen dieser Besetzung für die Menschen zu verringern, auch für viele Freunde Israels ein konstanter Anfechtungsgrund, was die israelische Demokratie anbetrifft. Durchaus besorgniserregt zugleich die gegenwärtige Dynamik in Israel, was die Entwicklung der Demokratie angeht, insbesondere der äußere rechte Teil des politischen Spektrums, entwickelt sich in eine problematische Richtung. Sowohl der Versuch, den obersten Gerichtshof, der für die Durchsetzung der Menschenrechte eine wichtige Rolle spielt, in seiner Entfaltungsfreiheit durch das sogenannte Override Law einzuschränken, als auch das Projekt eines Jewish Nation State Law, das den nach wie vor hohen Standard der Religionsfreiheit einschränken und beispielsweise dann in diesem Zusammenhang so die Entwürfe, die Abschaffung der arabischen Sprache als zweite Amtssprache bedeuten würde, würden die israelische Demokratie nachhaltig verändern.
Auch wenn es im Moment schwierig dafür wäre, nach meiner Einschätzung eine Mehrheit in der Knesset zu finden, ist das dennoch etwas, was man beobachten muss. Jüngste Äußerung des Regierungschefs Netanyahu, dass man die Finanzierung israelischer NGOs durch ausländische Regierungen nicht nur, wie im NGO-Law vorgesehen, transparent machen, sondern auch unterbinden müsse. Äußerungen, die er getan hat, weil ihn nach meiner Einschätzung der rechte Rand seiner Partei und der rechte Rand seiner Koalition dazu drängen und ihren Verbleib in der Regierung davon abhängig machen, sind genau zu beobachten. Auch hier ist gegenwärtig eine Knesset-Mehrheit eher unwahrscheinlich, aber eine solche Weiterentwicklung des existierenden NGO-Laws wäre eine neue Qualität und ich plädiere dafür, das sehr genau zu beobachten. Die Regierung Netanyahus handelt aber, und das ist ein entscheidender Punkt, hier nicht im luftleeren Raum. Ich rate dazu, auch auf die Haltung der Bevölkerung zu schauen. Ihre Politik findet, das zeigen ja auch die Wahlergebnisse durchaus, zu einem gewissen Grad Unterstützung durch die Wählerinnen und Wähler. Und das muss man sich zum Schluss hin auch noch mal genauer anschauen. Die Mehrheit der Israelis sind zwar nach wie vor und in nahezu allen Umfragen Anhänger der Zwei-Staaten-Lösung, aber an einen Friedensschluss glauben nur noch wenige. Vielen Israelis stecken, und das zeigen die empirischen Daten, die Erfahrungen in den Knochen, dass man so die Einschätzung nach dem Rückzug aus dem Gazastreifen und dem Libanon statt Frieden Raketen erhalten habe. Viele Israelis lesen in der Tatsache, dass ihr Land im Zusammenhang mit Oslo weitreichende Zugeständnisse gemacht habe und die Gegenseite darauf nicht eingegangen sei, als Zeichen dafür, dass die Palästinenser keinen Frieden wollen und die Formel Land gegen Frieden nicht funktioniere, so die Einschätzung. Diese tiefsitzende Enttäuschung auch über das Agieren der palästinensischen Autonomiebehörde und das Gefühl, dass man dort keinen Ansprechpartner mehr zu haben scheint, darf man nicht ignorieren, wenn es um die Einschätzung, um die israelische Einschätzung zur Menschenrechtssituation und zu den Menschenrechtsorganisationen in Israel geht. Ohne jeden Zweifel müssen kritische Punkte, wie das auch heute hier geschieht, offen angesprochen werden. Israel plakativ auf die Anklagebank zu setzen und so Druck ausüben zu wollen, wäre nach meiner Einschätzung vor Ort aber eher kontraproduktiv, auch weil das Leben jener, die auch innerhalb des rechten Spektrums, und das erscheint mir wichtig, moderate Positionen einnehmen, sich authentisch für Frieden und Verständigung im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung einsetzen, damit eine deutlich schwerere Aufgabe bekommen. Man erschwert ihnen gleichsam das Leben. Das gilt in anderer Form auch für die israelische Armee, und das will ich abschließend noch mal kurz ansprechen, bei der es verheerend falsch wäre, sie trotz existierender und nicht zu leugnender schwerwiegender Vorfälle als Quelle des Übels darzustellen. Palästinensische Forscher wie Khalil Shikaki, ein führender Empiriker und Politikwissenschaftler in den palästinensischen Gebieten, macht immer wieder deutlich, dass die Armee unter dem Strich eher eine deeskalierende Rolle spielt als eine eskalierende Rolle. In seiner gestrigen Rede auf der gegenwärtig stattfindenden Herzliya-Konferenz hat Generalstabschef Gadi Eisenkot lautstark dafür geworben, beim Kampf gegen den Terror ausschließlich mit angemessener und abgewogener staatlicher Gewalt zu reagieren. Es ist auch diese Armee, die aus dem eigenen Haushalt die Behandlung von 3000 syrischen Verletzten in israelischen Krankenhäusern gewährleistet. Alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Die Armee braucht gerade deshalb Unterstützung für einen moderaten, im besten Sinne des Wortes zionistischen Kurs, weil der Fall des Soldaten Elor Azaria, der einen am Boden liegenden Attentäter erschossen hat, zeigt, dass die Deutungshoheit, der Kampf über die Deutungshoheit, über die zukünftige Rolle der Armee bereits begonnen hat und ein deutlich religiöser und nationalistischer Rekruten in die Armee kommen und so die Gefahr besteht, dass die Armee sich verändert. Deutschland tut vor diesem Hintergrund gut daran, den Kurs der gegenwärtigen Kanzlerin, aber auch ihrer Amtsvorgänger, eine ausgewogene Mischung aus Sympathie und Rückenstärkung für Israel auf der einen Seite und deutlicher Kritik da, wo es angebracht ist, auf der anderen Seite fortzusetzen. Nur so kann nach meiner Einschätzung Deutschland auch in Sachen Einhaltung der Menschenrechte seinen Einfluss langfristig und nachhaltig geltend machen. Herzlichen Dank. Jeff Halper, bitte. Well, I'd also like to thank the committee for inviting me. Mich ganz herzlich beim Ausschuss bedanken für die Einladung. Es tut mir leid, dass ich mich auf Englisch äußern werde. I could do it in Hebrew. Ich könnte das auf Hebräisch machen, wenn Ihnen das lieber wäre.
Ich möchte mich beim Ausschuss bedanken für die Einladung. Ich möchte bemerken, dass es keine palästinensische Stimme hier vertreten gibt. Und es wäre angemessen gewesen, hier auch jemand aus Palästina am Panel zu haben, der mit Menschenrechtsfragen befasst wäre aus seiner oder ihrer Sicht. OHAC, eine Organisation, mit der wir in Ramallah zusammenarbeiten zum Thema Völkerrecht. Und ich möchte das nur erwähnen. Ich vertrete die Palästinenser mit Sicherheit nicht und auch die Israelis nicht so sehr, aber sie wären wahrscheinlich einverstanden mit dem, was ich jetzt vortragen möchte. Was ich im Grunde sagen möchte, ist, dass angesichts der Menschenrechtslage das große Problem, mit dem wir es heute zu tun haben, die Tatsache ist, dass die Zwei-Staaten-Lösung, die Ihre Regierung und alle Regierungen der Welt unterstützen, nun vom Tisch ist. Sie ist vorbei, beendet. Und Israel hat explizit bekundet, dass es die Zwei-Staaten-Lösung nicht möchte. Die israelische Regierung und die Labour Party aus der Opposition hat dasselbe bekundet. Es gibt keinerlei Plan für eine Zwei-Staaten-Lösung und es gab einen solchen Plan auch nie. Oslo war nie eine echte Verhandlung. Und wenn Sie sich die Karte vor Augen führen, das ist eine Karte der Zwei-Staaten-Lösung. Die Idee ist ganz einfach und ist auch sinnvoll. Und wir, die israelische Friedensbewegung, hat diese Zwei-Staaten-Lösung jahrelang unterstützt. Wir waren nie dagegen, aber sie ist vom Tisch. Denn das bedeutet, dass es ein zusammenhängendes Gebiet geben soll im Westjordanland, Ost-Jerusalem und Gaza. Nur 22% des historischen Palästinas, was die Palästinenser als eigene Stadt akzeptiert haben, obwohl die palästinensische Bevölkerung hier mehrheitlich vertreten ist in diesem Land. Das ist ein großzügiges Angebot, das die Palästinenser gemacht haben. Israel wollte darüber nicht sprechen und wollten einen Frieden für weniger als 25% des Landes schließen. Aber das ist nun vom Tisch, denn wenn man sich die Karte anschaut, dann haben sie ja dieses hier. Und jeder hier im Raum kann mir auch sagen, oder sollten Sie mir sagen, wie man hier einen palästinensischen Staat auf dieser Karte zeichnen soll, der das kann, der gewinnt den Friedensnobelpreis. Es gibt 200 israelische Siedlungen, es gibt fast 800.000 Israelis. In 3 Jahren gibt es 1 Million Israelis, die auf den besetzten Gebieten leben werden. Es gibt eine gesamte Infrastruktur an Autobahnen, die die Siedlungen mit Israel verbinden. Also gibt es kein Westjordanland mehr. Ich bringe tatsächlich das Argument vor, dass es keine Besatzung mehr gibt und dass auch die Benutzung des Wortes Besatzung überholt ist. Nach Völkerrecht bedeutet Besetzung eine vorübergehende militärische Situation und das ist eine Besetzung. Niemand in diesem Land könnte mir sagen, nach 50 Jahren mit 800.000 Israelis, die in diesem kleinen Bereich leben, der schon nach Israel eingegliedert wurde, dass es da eben gar keinen Staat mehr gibt, der irgendwo abgelöst werden könnte, sondern es ist alles eingegliedert worden in Israel. Und niemand kann davon sprechen, dass es sich um eine vorübergehende militärische Lage handelt. Das ist dauerhaft und es hat zu tun, und das ist ein sehr bedeutendes Konzept, welches die Leute oft nicht heranziehen, vielleicht weil es so klingt. Es wurde 100 Jahre lang von der zionistischen Bewegung genutzt und von Israel, das Konzept der Judaisierung. Wir waren 100 Jahre lang einer Kampagne ausgesetzt von der zionistischen Bewegung, Palästina zu judaisieren und Palästina in ein jüdisches Land zu verwandeln, das ganze Palästina, dass wir das Land Israel erachten. Und ich würde sagen, dass das schon erledigt ist. Es ist nun vorbei. Das Westjordanland ist das Westjordanland nicht mehr. Es ist Judäa und Samaria. Und die Palästinenser, die da eingeschlossen sind in diesen braunen Gebieten, diesen kleinen Bereichen, das sind 70 nicht miteinander verbundene Inseln, wenn Sie so wollen, auf 40% des Westjordanlands. Und wenn Sie das gesamte Land sich vor Augen führen, dann machen die Palästinenser die Hälfte der Bevölkerung aus und sind nur auf 10% des Landes beschränkt, auch innerhalb Israels. In Israel ist die palästinensische Bevölkerung, beträgt diese 20%, und da gab es Planungen und Gesetze und Zonierung und sie haben nur noch 3,5% des Landes. Also womit wir es heute zu tun haben, ist eben keine Zwei-Staaten-Lösung und das wird niemals eine Zwei-Staaten-Lösung werden. Was wir vorfinden, ist Apartheid und wir müssen diese Sprache auch klar ansprechen. Das ist die zweite Karte, das finden wir derzeit vor, die Zonen A und B
die nicht miteinander verbunden sind. Hier sehen Sie die Linienführung der Mauer, die durch das Westjordanland führt. Und das ist nun die Karte, die Israel geschaffen hat. Und dahin führt der Weg für Israel. Das ist Apartheid im Sinne, dass eine Bevölkerungsgruppe sich separiert hat von der anderen. Das bedeutet Apartheid. Und wir nennen das offensichtlich einen jüdischen Staat. Aber kann man einen jüdischen Staat nennen, wenn die Hälfte des Staates nicht jüdisch ist? Und wie kann das eine Demokratie überhaupt sein? Innerhalb Israels muss man nicht einmal die 4,5 Millionen Israelis erwähnen, die gar keine Staatsbürgerschaft haben. Aber dann gibt es noch diese Herrschaft der Dominanz, die auch im Gesetz steht. Das ist eben keine Demokratie für die Hälfte der Bevölkerung, sondern eine Apartheid. Also es ist ein Regime der Trennung und der Dominanz. Und worüber wir sprechen müssen im Rahmen des Völkerrechts ist, wie wir es bewirken können, eine multikulturelle Demokratie zu erzielen. Das ist nun nicht Ihr Problem, sondern es ist unser Problem in Israel und Palästina. Wir, die Israelis und Palästinenser, müssen uns hinsetzen und überlegen, was wir möchten. Es ist nicht an Ihnen, sondern an uns. Aber es wäre an Ihnen, uns zu unterstützen. Und wenn wir beschließen, dass wir eine multikulturelle Demokratie brauchen und unser Apartheid-System uns dabei im Wege steht, dann haben Sie die Verantwortung, uns zu unterstützen. Das ist kein allein israelisch-palästinensisches Problem. Sie haben die vierte Genfer Konvention. Und die vierte Genfer Konvention bedeutet, dass die Staatengemeinschaft Verantwortung trägt für das, was ein Land tut. Mein Kollege sagte, man sollte Israel nicht beschuldigen. Nein, man sollte Israel nicht beschuldigen, man sollte Israel zur Rechenschaft ziehen für das, was es tut. Denn das erfordert auch das Völkerrecht von Ihnen. Deutschland ist hohe Vertragspartei nach der vierten Genfer Konvention. Im Artikel 53 steht, dass jedwede Zerstörung durch die Besatzungsmacht persönlichen Eigentums, welches entweder Privatpersonen oder einem Kollektiv gehört, verboten ist. Und Israel hat 50.000 palästinensische Häuser zerstört im besatzten Gebiet seit 1967. Und das schreitet weiter fort. Was ich also sage, ist, dass wir anfangen müssen, eine multikulturelle Demokratie zu etablieren im ganzen Land, in dem Israelis und Palästinenser als gleichrangige Bürger leben können. Und Sie müssen uns darin unterstützen. Und Sie müssen Israel zur Rechenschaft ziehen. Und Sie haben die Verantwortung, das Völkerrecht umzusetzen. Wenn die vierte Genfer Konvention angewendet worden wäre, wäre es niemals dazu gekommen. Alles hier steht gegen Völkerrecht. Und es ist auch teilweise Ihre Verantwortung, genauso wie auch unsere Verantwortung als Widerständler gegen diese Phänomene. Was ich nun noch sagen möchte, ist, dass wir daran alle beteiligt sind und dass ich hoffe, dass mit einer Verknüpfung von Völkerrecht, das hinter uns steht, und Ihrer Unterstützung für demokratische israelische und palästinensische Kräfte zusammen, wir zusammen handeln können. Und die Zwei-Staaten-Lösung ist schon längst vom Tisch. Und Sie sollten uns unterstützen in unserem Kampf für Gerechtigkeit in Israel, Palästina, Palästina, Israel, wie auch immer der Name des neuen Landes sein wird. Dankeschön. Herzlichen Dank. Als nächstes Jonathan Heuberger. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren. Ich möchte mich an dieser Stelle auch zunächst für die Möglichkeit bedanken, hier als Sachverständiger Stellung zu beziehen. In den letzten Wochen und nun nochmal in Vorbereitung auf diese Sitzung konnte ich Gespräche mit Vertretern der palästinensischen Regierung in Ramallah, mit Verantwortlichen im Büro des Nahostquartetts in Jerusalem, zwei Vertretern der Vereinten Nationen und Vertreter der israelischen Regierung führen. Ich glaube, dass ich mir aufgrund meiner Forschungsarbeit und dieser Gespräche ein ausgewogenes Bild von der Situation habe machen können. Die von mir vertretenen Auffassungen sind meine persönlichen. Sie sind weder die Position der israelischen oder palästinensischen Regierung noch die des Institute for National Security Studies in Tel Aviv. Israel sticht als einzige Demokratie im Nahen Osten heraus. In einer Region, in der es mehr und mehr gescheiterte Staaten gibt, religiöse Minderheiten verfolgt werden und es leider immer wieder zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen kommt, ist Israel eine Insel von Stabilität, Sicherheit und Demokratie. Hier meine ich vor allem demokratische Partizipation in Wahlen, Mehrheitsentscheidungen in Regierung und Parlament, Minderheitenschutz, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und die Überprüfung von hoheitlichen Maßnahmen durch eine unabhängige Justiz und ein starkes Verfassungsgericht.
Natürlich wünschen sich viele Israelis, dass der nun fast mehr als 100 Jahre andauernde Nahostkonflikt gelöst würde. Die Realisierung der Zwei-Staaten-Lösung, ein Staat Israel an der Seite eines palästinensischen Staates, in der beide Parteien das Selbstbestimmungsrecht des anderen Volkes anerkennen, erfordert praktische Schritte und erhebliche Zugeständnisse von beiden Seiten. Die Bemühungen der US-Regierung, gerade wieder auch in diesen Tagen, von den Sonderbeauftragten Greenblatt und Kushner sind in diesem Zusammenhang zu begrüßen und sollten auch von der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag so weit wie möglich unterstützt werden. Die israelische Gesellschaft sieht sich seit Jahrzehnten mit Gewaltakten gegen ihre Zivilbevölkerung konfrontiert. Der sogenannte Islamische Staat, IS, bedroht Israel militärisch nicht im Besonderen. Vereinzelte Fälle von grenzüberschreitenden Gewaltakten auf den an Syrien grenzenden Golanhöhen sowie auf der Sinai-Halbinsel im Süden des Landes konnten von den israelischen Sicherheitskräften zurückgewiesen werden. In diesem Zusammenhang ist die exzellente Sicherheitszusammenarbeit zwischen israelischen und ägyptischen Streitkräften hervorzuheben. Bedrohlicher ist vielmehr die von dem IS verbreitete radikal-islamistische Ideologie, die auch verkündet hat, Juden zu töten und aus Jerusalem vertreiben zu wollen. Neue Bündnisse im Nahen Osten eröffnen auch neue Möglichkeiten. Dies wird in letzter Zeit vor allem durch die vorrangig auf gemeinsame Sicherheitsinteressen beruhende enge Zusammenarbeit zwischen Israel, Saudi-Arabien und den Golfstaaten deutlich. Für die Situation in den palästinensischen Autonomiegebieten hat diese regionale Entwicklung und Israels enge Zusammenarbeit mit Ägypten und Jordanien bereits kleinere, aber konkrete Verbesserungen hervorgebracht. Hier erwähnt werden sollten die Erweiterung des Allenby-Übergangs nach Jordanien, das Treffen des gemeinsamen israelisch-palästinensischen Wasserkomitees, das Treffen zwischen dem israelischen Finanzminister Kachlon und dem palästinensischen Premierminister Hamdallah in Ramallah, Pläne zur Errichtung eines Industrieparks in Takumiya bei Hebron und die geplante Übertragung von Baurechten im C-Gebiet im Westjordanland an die palästinensische Autonomiebehörde. Die derzeit bedrückende Situation im Gazastreifen hat politische, humanitäre und wirtschaftliche Ursachen. Die aktuelle Energiekrise und die hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere unter jungen Menschen, ist für die gesamte Region beunruhigend. Auch wenn die von der Fatah geführte palästinensische Autonomiebehörde versucht, die Hamas mit verschiedenen Maßnahmen zurück an den Verhandlungstisch zur Aussöhnung und womöglich einer Einheitsregierung zu bewegen, haben diese Maßnahmen gleichzeitig das Potenzial, in eine weitere Runde von Feindseligkeiten und dann meist gegen Israel zu münden. Möglicherweise erweisen sich die in diesen Tagen unternommenen Vermittlungsversuche des ehemaligen Gaza-Sicherheitschefs Mohammed Dahlan unter Einbeziehung von Ägypten hier als erfolgreich. Leider fließt immer noch ein zu großer Teil der aus dem Ausland geleisteten humanitären Hilfe nicht der Bevölkerung zu, sondern landet bei der Hamas, die dieses Mittel für die Erweiterung des Tunnelnetzwerks und die Aufstockung ihrer militärischen Kapazitäten verwendet. Dies haben einige Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit gezeigt. Humanitäre Hilfe, die aus den USA oder den EU-Mitgliedstaaten in den Nahen Osten gelangt, muss solchen Empfängern zukommen, die diese Mittel zum Wohle der Bevölkerung einsetzen. Die USA und die EU-Mitgliedstaaten sollten insbesondere keine Projekte fördern, die eine der Konfliktparteien delegitimieren, zum Boykott einer der Konfliktparteien aufrufen oder zur Gewalt aufstacheln und deswegen im Ergebnis nicht friedensfördernd, sondern friedensfeindlich sind. Aus Sicht der internationalen Gemeinschaft und Israels müssen alle regionalen Partner zusammenarbeiten, um die wirtschaftliche und humanitäre Situation im Gazastreifen zu verbessern und gleichzeitig das Risiko einer bewaffneten Auseinandersetzung zu minimieren. Vorschläge an Israel, Ägypten und die internationale Gemeinschaft wären unter anderem, mehr Güter für den Export zuzulassen, die Infrastruktur in den Bereichen Wasserversorgung, Energie zu verbessern, Arbeitsplätze durch eine mögliche Industriezone in Erez zu schaffen, den Aufbau von Häusern zu beschleunigen, den Übergang von Zivilpersonen aus dem Gazastreifen durch Israel und Ägypten zu vereinfachen, einen weiteren Güterübergang als Alternative zu Kerem Shalom am Erez Crossing Point einzurichten und eine schnelle Zugverbindung von der israelischen Hafenstadt Ashdod nach Gaza für Cargolieferungen nach Sicherheitscheck einzurichten. Auch wenn diese Maßnahmen die Hamas politisch stärken könnten, sollten sie mit dem Risiko einer weiteren bewaffneten Auseinandersetzung mit der Hamas abgewogen werden. Ferner sollten kooperative und dialogfördernde Projekte gefördert werden, bei denen Israelis und Palästinenser gerade auch in jungem Alter und basierend auf gemeinsame berufliche und kulturelle Interessen zusammenkommen. In diesem Zusammenhang wäre nicht nur eine Begegnung von Israelis und Palästinensern hilfreich, sondern auch von Menschen aus der gesamten Region unter Einbeziehung solcher Staaten, mit denen Israel keine, Deutschland jedoch sehr gute Beziehungen pflegt.
Gegenüber Israel sollte die internationale Gemeinschaft auf diplomatischer Ebene an einer Position, die eine Zwei-Staaten-Lösung vorsieht, festhalten und solche Maßnahmen befürworten, die eine Zwei-Staaten-Lösung erleichtern, statt sie zu erschweren. Ohne dass dabei der Eindruck entsteht, man versuche, in die Regierungsangelegenheiten oder Mehrheitsentscheidungen des demokratisch legitimierten Parlaments einzuwirken. Gegenüber der palästinensischen Autonomiebehörde sind die Stärkung der Wirtschaft, die demokratische Legitimation der Führung sowie der Aufbau demokratischer und handlungsfähiger Institutionen von großer Bedeutung. Die internationale Gemeinschaft sollte bei der Verwirklichung dieser Ziele mit dem Nahostquartett, den regionalen Partnern und insbesondere dem Sondergesandten des US-Präsidenten zusammenarbeiten. Beide Justizsysteme werden dadurch herausgefordert, dass sich immer mehr Straftaten von dem realen und in den virtuellen Raum verlagern. Um diesem Umstand gerecht zu werden, verabschiedet die Knesset Gesetze, die unter anderem die Verantwortlichkeit sozialer Netzwerke bei der Verbreitung von gewalttätigen Inhalten behandeln. Menschenrechtsstandards im palästinensischen Autonomiegebiet werden zu einem gewissen Grad immer auch von den Beziehungen zu Israel und den Beziehungen zwischen verschiedenen palästinensischen Gruppierungen untereinander geprägt. Das neu gegründete palästinensische Verfassungsgericht leidet an der faktischen Spaltung des Autonomiegebiets im Gazastreifen und Westjordanland und sieht sich mit Eingriffen durch die Exekutive bei der Richterbesetzung konfrontiert. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten, denn viele Verfassungsgerichte weltweit konnten erst im Laufe der Zeit eine starke, unabhängige und für den Rechtsschutz prägende Rolle entwickeln. Für die Rechtsstaatlichkeit im palästinensischen Autonomiegebiet kann die internationale Gemeinschaft vor allem das Rule of Law Team im Büro des Nahostquartetts finanziell und personell unterstützen. Das Erreichen einer Zwei-Staaten-Lösung mit einer starken, unabhängigen und dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit verpflichteten palästinensischen Justiz muss Ziel der politischen Verhandlungen bleiben. Haftbedingungen für Palästinenser entsprechen den vom humanitären Völkerrecht und internationalen Menschenrechtsschutz vorgeschriebenen Standards. In diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung zwischen Rechten und Privilegien sehr wichtig. Auch der im April 2017 von Marwan Barghouti angezettelte Hungerstreik hatte zum Ziel, politischen Druck auf Palästinenserpräsident Abbas auszuüben. Dies wird auch dadurch deutlich, dass sich die Mehrheit der inhaftierten Hamas-Mitglieder dem Hungerstreik nicht angeschlossen haben. Minderjährige Straftäter stellen Sicherheitsbehörden und Justizsysteme weltweit vor Herausforderungen. Seit 2008 arbeitet ein interministerielles Team in Israel, geleitet vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt für Strafsachen, an Reformen in Institutionen und bei Maßnahmen gegenüber minderjährigen Tätern. Als Ergebnis dieser Anstrengungen wurden konkrete Veränderungen vorgenommen. Die Einführung einer Militärgerichtsbarkeit für minderjährige Täter, die Anhebung des Alters der Volljährigkeit in der Militärgerichtsbarkeit auf 18 Jahre, die Einführung von täterbegünstigenden Verjährungsvorschriften bei Minderjährigen, verbesserte Aufklärungsarbeit in Bezug auf Rechtsschutzmöglichkeiten für minderjährige Täter und ihre Familien, Alternativen zur Festnahme und Gewahrsam in Absprache mit der palästinensischen Autonomiebehörde und den Familien sollte immer wieder erörtert werden. Vorwürfe, wonach Geständnisse in hebräischer Sprache unterschrieben werden müssten, sind falsch. Abschließend bleibt ein Wort zur israelischen Zivilgesellschaft zu sagen. Israel hat eine selbstbewusste, aktive und sich auf viele Bereiche erstreckende Zivilgesellschaft, die den demokratischen Diskurs im Land maßgeblich mitgestaltet. In Israel sind mehr Nichtregierungsorganisationen tätig als im gesamten Nahen Osten und pro Einwohner gerechnet als in allen anderen Staaten der Welt. Das israelische Transparenzgesetz ist in Israel Gegenstand einer intensiven politischen Debatte. Während die israelische Justizministerin darin eine wichtige Maßnahme zur transparenten Arbeit von Nichtregierungsorganisationen sieht, kritisieren Nichtregierungsorganisationen, dass ihre Meinungs- und Vereinigungsfreiheit beschränkt wird. Hier bleibt abzuwarten, wie sich das Gesetz in der Praxis auf die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen auswirkt. Ob es sich bei Organisationen, die mehr als die Hälfte ihres Etats von Regierungen erhalten, tatsächlich um Nichtregierungsorganisationen handelt, ist fraglich. Andererseits mag man die bisherige Rechtslage und die darin verankerten Nachweispflichten gegenüber der Öffentlichkeit und dem Vereinsregister bislang als ausreichend angesehen haben. Menschenrechtsverteidiger genießen in Israel denselben Handlungs- und Gestaltungsspielraum wie in westlichen rechtsstaatlichen Demokratien in Europa. Die israelische Friedensbewegung ist trotz der Sicherheitslage und der regionalen Entwicklung sehr aktiv und wird im öffentlichen Raum entsprechend wahrgenommen. Selbstverständlich muss Israel genauso wie die palästinensische Autonomiebehörde, wie jeder demokratische Rechtsstaat im Übrigen, aktiv darauf hinwirken, dass es zu keiner Einschüchterung von Meinungen und Aktivitäten kommt und alle Meinungen gehört werden, die sich im Rahmen des Rechts bewegen. Erlauben Sie mir noch ganz kurz Bezug zu nehmen hier zu der Stellungnahme des Kollegen Halper. Ich möchte hier nur fünf Dinge klarstellen.
die meiner Meinung nach nicht der Wahrheit entsprechen. Premierminister Netanyahu hat 2013, 2015 und 2016 die Zwei-Staaten-Lösung bekräftigt. Das können Sie alle einsehen. Die Organisation Al-Haq, mit der seine Organisation zusammenarbeitet, hat Shawan Jabarin als Direktor, der von einem Gericht wegen der Rekrutierung von Terroristen verurteilt wurde. Seinen Vorschlag einer Einstaatenlösung oder einer Multicultural Democracy entspricht nicht der Idee in Israel und den palästinensischen Gebieten der Friedensbewegung. Und daher würde ich Ihnen die Bezeichnung, dass er sich selbst als Teil der israelischen Friedensbewegung ansieht, nicht teilen. Abschließend möchte ich nur darauf hinweisen, dass hier auch kein Vertreter Israels sitzt. Also ist der Vorwurf, dass hier niemand der Palästinenser sitzt, meiner Ansicht nach auch leerlaufend. Vielen Dank. Dankeschön. Der Form halber will ich dann darauf hinweisen, dass ich dem Jeff Harper nachher die Gelegenheit geben werde, auf Ihre Einwände dann auch noch mal einzugehen. Kerstin Müller, bitte. Ja, guten Tag zusammen. Auch ich bedanke mich für die Einladung und die Gelegenheit, zu diesem brisanten, nach wie vor hochaktuellen Thema Stellung zu nehmen. Viele Kolleginnen und Kollegen wissen ja, dass ich seit vielen Jahren auch als Abgeordnete des Deutschen Bundestages sehr verknüpft und sehr verbunden bin mit der Region, nicht nur mit Israel, sondern mit der gesamten Region, viele Verbindungen dorthin habe, viele Reisen hingemacht habe und jetzt eben durch meine Tätigkeit seit 4 Jahren in Tel Aviv nochmal auch viele Insights bekommen habe über das, wie sich die Konflikte und Probleme darstellen. Erstens, auch ich möchte noch mal betonen, ich habe das auch in der schriftlichen Stellungnahme gemacht, so wie es der Kollege Borchardt und der Herr Heuberger zu Beginn gemacht haben. Grundsätzlich ist Israel eine stabile Demokratie. Sie hat eine vielfältige Medienlandschaft. Sie hat eine sehr, sehr lebendige Zivilgesellschaft, mit der gerade die Stiftungen tagtäglich zu tun haben. Sie hat ein funktionierendes Justizsystem. Hier ist insbesondere auch der Supreme Court zu nennen, der wirklich ein Leuchtturm auch innerhalb des Systems hier ist, ein Garant für die Überwachung der grundlegenden Rechte der Bürger Israels und seiner Gesetze. Und das Land verfügt auch über ein funktionierendes System der gegenseitigen Kontrolle der drei Gewalten, also die Checks and Balances funktionieren. Das sage nicht nur ich, sondern zu diesem Ergebnis kommen viele Studien. Ich habe in meinen Ausführungen hier zum Beispiel auf den Democracy Index des Economist verwiesen, der sehr renommiert und anerkannt ist. Und da wird auch noch mal eine Sache deutlich, weil hier ja auch eine Frage war, wie stellt sich sozusagen Israels Situation als jüdisch-demokratischer Staat auch sozusagen im Verhältnis zur Region dar? Und da kommt nicht nur der Democracy Index sozusagen zu dem Ergebnis, dass es sich bei der MENA-Region um die repressivste Region der Welt handelt, dass wir es bei 14 Staaten mit autoritären Regimen zu tun haben, dass alleine Israel und dann mit ein bisschen Abstand Tunesien überhaupt als Demokratie bezeichnet werden können, auch nicht als vollwertige Demokratie, sondern als sogenannte Fluff Democracy. Alle anderen fallen dagegen komplett ab. Ich finde, das muss man sich immer wieder klar machen, wenn man sozusagen zu den Problemen kommt, mit denen sich ja auch der Ausschuss befasst. Und die sicherlich auf vieles zurückgehen, was hier ja auch schon von den Vorrednern angesprochen wurde. Ganz wichtig, auch das möchte ich noch mal sagen, am Eingang sagen, Israel als fehlerhafte Demokratie, der Democracy Index kommt dazu. Was sind sozusagen die Probleme? Ein Problem ist sicherlich wachsende Ungerechtigkeiten zwischen der jüdischen Mehrheitsbevölkerung einerseits und den Minderheiten, hier insbesondere zu nennen, der arabischen Bevölkerung andererseits. Aber ganz wichtig, Israel definiert sich als mehrheitlich jüdischer Staat, sozusagen Gründungsbasis. Und darauf basiert auch die gesamte Außenpolitik aller deutschen Bundesregierungen. Es definiert sich als Heimstatt für die Juden der Welt, aus sozusagen vielerlei auch historischer Erfahrung. Und es hat auch in seiner Unabhängigkeitserklärung ganz klar dieses Spannungsverhältnis und diesen Widerspruch von vornherein gesehen und klar niedergelegt. Es hat den Anspruch, demokratisch sein zu wollen. Es will natürlich weiter mehrheitlich jüdisch sein und muss sich und wird sich in diesem Spannungsverhältnis bewegen. Das heißt, dass natürlich ein besonderer Anspruch auch besteht, sagen, dass die Mehrheit die Bürger- und Menschenrechte der Minderheit, sei es die arabische Minderheit und andere Minderheiten, schützt.
Ich sage das jetzt, betone das hier auch viel stärker, als ich es vorbereitet habe, weil ich mich hier sehr deutlich davon absetzen möchte, was der Kollege Halper in seinen schriftlichen Stellungnahmen aber auch hier noch mal gesagt hat, dass es darum gehen sollte, gar als Empfehlung an die internationale Gemeinschaft oder die Politik der deutschen Bundesregierung, in Israel auf eine multikulturelle Demokratie hinzuwirken. Wer das fordert, fordert das Ende des jüdischen Staates. Und das ist eine Forderung, die ich ganz klar am Anfang erstmal zurückweisen möchte und wo ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendeine Bundesregierung sich dieser Forderung anschließen wird. Ob man die als antisemitisch bezeichnen kann, weil sie ja letztendlich das Existenzrecht Israels in Frage stellt, das können wir ja gerne noch diskutieren. Aber ich halte diese Forderung für so brisant, dass ich das wirklich hier am Anfang erst einmal sagen möchte. Es gibt Probleme im Inneren. Auch das haben wir alle hier angesprochen, Herr Borchertz auch. Es gibt ein ausbalanciertes System der Checks and Balances. Gerade die nationalreligiöse, die rechtsnationale Regierung, zu sagen, rüttelt an dieser Balance. Ich möchte hier drei Gesetzgebungsvorhaben nennen, die problematisch sind. Zum einen das Nation-State-Law, das aber mehrere Anläufe hat es da gegeben, immer wieder vom Tisch genommen wurde, erst in der letzten Legislaturperiode vom Premierminister Netanyahu selbst. Jetzt wurde ein erster Entwurf im Ministerausschuss beschlossen. Das Gesetz ist problematisch. Es stellt sozusagen das Jüdische über den demokratischen Charakter des Staates. Es sieht vor, dass gerade die Rechte der arabischen Minderheit beschnitten würden in der Konsequenz. Aber, das will ich auch betonen, es gibt eine extrem kontroverse Debatte innerhalb Israels selbst genau um dieses Gesetz. Das IDI, Israeli Democracy Institute, andere Institutionen haben gesagt, dieses Gesetz sozusagen knabbert am demokratischen Anspruch unseres Staates und deshalb darf es so nicht verabschiedet werden. Und ich möchte mal, wie mein Kollege Borchertz, ähnlich die Prognose wagen, dass es so auch nicht verabschiedet werden wird. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was wir immer wieder auch ruhig in Gesprächen mit Israel ansprechen sollten. Zweitens zu nennen das NGO-Law, das verabschiedet wurde und wo jetzt möglicherweise noch mal ein zweiter, sozusagen eine Verschärfung erfolgen soll. Das ist aber bisher nur eine Presseäußerung von Premierminister Netanyahu. Das NGO-Law, hier haben alle Stiftungen gemeinsam gearbeitet. Es hat auch eine gute Kommunikation mit dem Deutschen Bundestag gegeben. Wir haben die israelische Bundesregierung darauf hingewiesen, dass wir es bedauerlich fänden, sozusagen, wenn mit solchen Gesetzen die lebendige Zivilgesellschaft Israel sozusagen eingeschränkt würde, dass diese Demokratie das eigentlich gar nicht nötig hat, solche Gesetze auf den Tisch zu legen, die die Tätigkeit einschränken, weil sozusagen zu einer Demokratie gehört, dass man auch eine starke Opposition hat, sei es im Parlament, Klammer auf, das hat Israel, sei es außerparlamentarisch. Und ich denke, auch hier hat der Deutsche Bundestag, das will ich auch noch mal zurückgeben, in vielen Delegationen sehr gut gewirkt, nicht? Weil das wurde eben gegenüber Israel deutlich gemacht. Das Gesetz ist sehr milde ausgefallen. Und ich denke, wir sollten versuchen, alle gemeinsam in unseren verschiedenen Rollen, dass es hier nicht zu Verschärfungen kommt. Drittes Gesetz, was sehr problematisch werde, ist das sogenannte Overrule-Gesetz, was sozusagen Entscheidungen des Supreme Courts durch die Politik soll es möglich machen, sie zu overrulen. Auch dieses Gesetz ist schon lange in der Diskussion. Die Nationalreligiösen möchten das gerne haben. Auch hier ist es Premierminister Netanyahu selber, der sehr, sehr zögerlich ist, sowas zu verabschieden. Aber auch hier sollte man das sehr genau beobachten. So, Punkt 2. Ich möchte das mal so nennen. Der Stachel im Fleisch einer ansonsten gut funktionierenden Demokratie ist natürlich die Besatzung. Die Besatzung der Westbank, die nicht Teil Israels ist. Auch hier möchte ich mich sehr klar von den schriftlichen Erläuterungen des Kollegen Halper, des Herrn Halper, distanzieren. Die Westbank ist nämlich nicht annektiert. Jerusalem ist annektiert, sondern sie ist nach völkerrechtlichen Grundsätzen besetzt. Und natürlich wird durch diese Besatzung, wird in vielerlei Hinsicht hier die Menschenrechte und auch die Bürgerrechte natürlich verletzt. Sehr problematisch ist, ich habe das auch ausgeführt in meinen schriftlichen Erläuterungen, dass es sozusagen zweierlei Recht gibt. Es gibt das Militärrecht für die 2,9 Millionen Palästinenser und es gibt das israelische Recht für die Siedler. Da meine Zahlen von den Menschenrechtsorganisationen, die liegen Ihnen ja auch vor, 320.000 circa in der Westbank, 200.000 in Ostjerusalem, also insgesamt 520.000. Zu sagen, das schafft unterschiedliches Recht in einer gleichen Region, auf einem gleichen Gebiet. Und das ist natürlich etwas, was jeder Demokratie abträglich ist.
Dann gibt es alle möglichen anderen Formen. Muriel Asterburg hat es auch schon angesprochen. Ich habe es auch beschrieben. Siedlergewalt, eingeschränkte Bewegungsfreiheit wegen der Checkpoints, eingeschränkter Zugang zu Wasser, Strom und Schulen. Also hier muss man ganz klar sagen, um das zusammenzufassen, die Besatzung der Westbank stellt auch für den jüdisch-demokratischen Staat Israel eine harte Bewährungsprobe dar und erdroht sozusagen den erlangten hohen Rang von Demokratie und Bürgerrechten und Rechtsstaat im Kernland, ich möchte noch betonen, dass die wirklich auch vorhanden sind, erdroht dies sozusagen auf Dauer zu untergraben. Und deshalb möchte ich mich sozusagen zum Schluss natürlich den Forderungen anschließen, die hier Frau Asterburger geäußert hat, nicht den Forderungen des Herrn Halper, der Forderung nämlich, dass wir uns weiterhin für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen, dass wir uns weiterhin für eine Beendigung der Besatzung einsetzen und dass wir darüber diskutieren, welche Maßnahmen und welche Schritte getan werden können von seitens der Bundesregierung, aber auch von seitens der Europäischen Union, zu sagen, wie man beide Konfliktparteien wieder an den Verhandlungstisch bekommt. Letzter Satz. Ich halte es für verfehlt, zu behaupten, und das wird ja hier insinuiert in verschiedenen Beiträgen, es sei nur die israelische Seite, die daran schuld ist, dass die Besatzung noch nicht zu einem Ende gekommen ist. Aus meiner Sicht, und wir können das gerne im Detail hier diskutieren, ich habe das auch schriftlich niedergelegt, ist der gesamte israelisch-palästinensische Konflikt sozusagen eine Geschichte verpasster Gelegenheiten. Und zwar auf beiden Seiten. Sie können zu Camp David gehen, Sie können zu den Olmert-Verhandlungen gehen. Die Israelis fragen sich, Olmert hat 97% angeboten. Warum wurde dieses Angebot nicht angenommen? Die Israelis fragen sich, wir haben uns aus Gaza zurückgezogen. Was haben wir bekommen? Die Raketen, weil die Hamas übernommen hat. Wo war die internationale Gemeinschaft? Warum hat die Fatah versagt? Klar gab es da Fehler, aber ist nicht von der Hand zu weisen, dieses Argument. Nicht? Also sozusagen viele verpasste Gelegenheit. Camp David, ja, wir streiten uns immer noch darüber. Wer war es am Ende? Es war nicht nur Arafat, es war auch die arabische Welt, die sozusagen gesagt hat, der Kompromiss, der zu Ost-Jerusalem vorliegt, dem stimmen wir nicht zu. Ich will damit, ich komme dann zum Schluss sozusagen zeigen, dass man es sich zu einfach macht, und das sollten wir nicht tun, sollten die Abgeordneten nicht tun, nicht der Menschenrechtsausschuss, nicht der Außenpolitische Ausschuss, nicht die Bundesregierung, wenn man sagt, Besatzung könnte einfach so beendet werden, wenn Israel nur wolle. Das ist falsch. Wer das denkt, der irrt. Es ist ein komplizierter Prozess und das ist der Grund, weshalb die Besatzung bis heute nicht beendet wurde. Danke. Herzlichen Dank, Frau Müller. Wir kommen nun in die Fraktionsrunde, meine Damen und Herren. Ich habe bei den Präsentationen etwas Leine gelassen, weil ich glaube, dass das auch die notwendige Einstimmung hier befördert. Deswegen wäre meine Bitte, dass man bei den Fragen vielleicht auf Co-Referate verzichtet weitgehend und die Fragen durch jene Prägnanz sich auszeichnen, deren Bundestagsabgeordnete durchaus fähig sind. Michael Brandt. Herzlichen Dank. Ich will erst mal im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion herzliches Dankeschön sagen für die Stellungnahmen, sowohl in schriftlicher Form als auch hier. Wir wissen alle, es ist ein sehr polarisiertes Thema. Und ich will ausdrücklich ein Dankeschön sagen an Herrn Heuberger und an Frau Müller, auch gleich in ihren Statements Dinge, die unwahr sind, zurückzuweisen und klar Stellung zu beziehen. Ich glaube, auch das ist notwendig in einer Ausschusssitzung und Anhörung des Deutschen Bundestages. Ich möchte drei Fragen stellen. Meine ersten beiden Fragen gehen an Herrn Borchert. Zum einen die Frage, worin sehen Sie den Paradigmenwechsel, den der arabische Frühling für Israel und auf der anderen Seite die internationalen Staatengemeinschaft darstellt? Die zweite Frage, die ich Ihnen stellen möchte, die bezieht sich auf die Autonomiebehörde, die Sie, Herr Heuberger, angesprochen haben. Und ich frage Herrn Dr. Borchert, wie sollte Deutschland auf die Autonomiebehörde einwirken, um eine Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit und des Menschenrechtsschutzes zu erreichen? Und meine dritte Frage, die geht an Herrn Heuberger. Sie beschreiben in Ihrer Stellungnahme Gesetz und Praxis in Israel in Fragen der Religionsfreiheit als Hybridlösung zwischen Nichteinmischung und aktiver Koordination zwischen Regierung und den Religionsgemeinschaften. Dazu hätte ich gerne noch mehr von Ihnen erfahren. Herzlichen Dank. War das präzise? Ungemein und überraschend präzise. Vielen Dank. Frau Kollegin Groth, bitte. Ja, danke schön. Ich möchte, weil ja jetzt hier die Zwei-Staaten-Lösung so als einzige gangbare Alternative, so von einigen jedenfalls benannt worden ist, doch mal an alle fragen, wie Sie sich das konkret vorstellen. Wenn man nämlich die Karte anschaut, und Jeff Halper hat es gut dargelegt, dann ist das ganze Ding zerstückelt wie ein Schweizer Käse.
Ja, und da ein kleines Stück und da eine Mauer und da eine Straße nur für Israelis und dann nur eine Straße für Palästinenserinnen. Ich möchte dann Jeff Halper doch mal bitten, etwas mehr auszuführen über eine Perspektive einer Staatenlösung und auch die Perspektive für Gaza. Das möchte ich auch Frau Dr. Asseburg bitten, noch mal Gaza zu benennen. Ich habe einen Artikel vor mir liegen, der die Situation wirklich in drastischen Worten beschreibt. Und dadurch, dass das ganze Abwasser ja seit etlichen Jahren ungeklärt ins Meer geht, darf man in Gaza nicht mehr baden. Und dieser Artikel beschreibt dann auch mehrmals, weist darauf hin, dass es eine absolute Bedrohung für Israel ist. Das finde ich auch. Wenn ich Israelin wäre, dann würde ich mir da große, große Sorgen machen. Also, und Gaza ist, dieser Artikel sagt, eigentlich jetzt nicht mehr bewohnbar. 95% des Grundwassers ist polluted, ist vergiftet oder nicht genießbar, etc., etc. Frau Dr. Asseburg, Sie haben so ein paar schöne fünf Empfehlungen ausgesprochen und sagten auch ganz klar, Menschenrechte sind nur durchsetzbar, wenn es zu einem Ende der Besatzung und der Gaza-Blockade kommt. Menschenrechte ist relativ selten angesprochen worden. Die schreienden Menschenrechtsverletzungen, und da muss ich Ihnen, Herr Heuberger, widersprechen, die Haftbedingungen entsprechen internationalen Standards. Davon kann leider keine Rede sein. Ein UNICEF-Bericht aus dem Jahr 2013 kommt zu dem Schluss, dass die Misshandlung von palästinensischen Kindern in israelischer Militärhaft weit verbreitet, systematisch und institutionalisiert zu sein scheint. Ein ähnlicher Bericht wurde letztes Jahr vom Defense Children International veröffentlicht und beschreibt also Folterungen und. Das ist mit internationalen Haftstandards überhaupt nicht vereinbar. Eine weitere Frage noch. Einwirken auf israelische Politik, Frau Dr. Asseburg wieder. Ich finde das auch, dass Deutschland und die EU und auch die UNO wesentlich stärker Druck erzeugen sollten. Die ganzen UNO-Resolutionen, alles, was wir haben, scheint ja nicht zu wirken. Menschenrechtsverletzungen werden nicht sanktioniert, nicht geahndet. Wie kann die EU, Deutschland, UNO stärker Druck ausüben, um auf die Einhaltung der Menschenrechte zu pochen? Stichwort EU-Israel-Assoziierungsabkommen mit Menschenrechtsklausel oder auch die Zusammenarbeit auf militärisch-zivilem Bereich Horizon 2020. Dankeschön. Dankeschön. Der Kollege Schwabe, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, vielen Dank für die Ausführungen von Ihnen. Wenn ich auch sagen muss, dass es in der Regel so ist, dass eigentlich die Abgeordneten sozusagen in den Diskurs eintreten mit den Sachverständigen. Ja. Aber das können wir jetzt auch sozusagen miteinander machen. Ich finde es immer ganz gut und ich sage das bei anderen Themen auch, und das ist vielleicht eines der schwierigsten Themen überhaupt, wo man das hinbekommt, wenn man sich eigentlich versucht, in die Lage der anderen zu versetzen. Mich zu überlegen, und das gilt aber für alle zu überlegen, sagen, wo sind sozusagen die Dinge, die vielleicht die anderen Leute auch kritisieren können. Und wir sind ja hier der Menschenrechtsausschuss. Wir werden am Ende auch nicht die Lösung des Konfliktes sozusagen bringen. Das wird auch der Auswärtige Ausschuss nicht, aber da wäre das sozusagen eher angesiedelt. Wir müssen wirklich gucken, was gibt es an Menschenrechtsverletzungen, egal von wem. Und die müssen auch klar benannt werden und die müssen wir klar anprangern, müssen überlegen, wie wir damit entsprechend international eigentlich umgehen wollen. Deswegen will ich ein paar Fragen noch mal stellen. Ich würde Herrn Halper bitten, weil Sie ja sozusagen natürlich das kritische Licht auf Israel geworfen haben, uns mal aus Ihrer Sicht zu schildern, wie eigentlich die Menschenrechtslage im Gazastreifen ist und vielleicht mal aus Ihrer Sicht schildern, was eigentlich Hamas sozusagen an menschenrechtlichen Verbrechen wahrscheinlich auch, so man es hört, entsprechend begeht, um auch sozusagen diese Perspektive noch mal zu bekommen. Ich würde Herrn Heuberger bitten, eine Geschichte, da gehe ich dann doch ein bisschen in diese Frage von Ein- und Zwei-Staaten-Lösungen, dass Sie uns aber mal darstellen. Sie haben ja gesagt, die Zwei-Staaten-Lösung ist eigentlich das, was man irgendwie braucht. Aber wenn man in Israel ist, in der Tat, und da rumfährt, sozusagen auch im Westjordanland rumfährt, dann spürt man ja, wie schwierig das eigentlich ist, wie sehr sozusagen die Siedlungen eigentlich eine solche Lösung zumindest hochgradig
schwierig machen. Was wäre eigentlich die Alternative dazu? Und was wäre denn die Alternative, wenn es am Ende in der Tat eine Einstaatenlösung gäbe? Ist das sozusagen etwas, was Sie zumindest theoretisch mal diskutieren, unter welchen Bedingungen so etwas gehen könnte? Und Sie haben angesprochen das Thema NGO-Gesetz und haben die Frage gestellt, ob eigentlich es eine Nichtregierungsorganisation ist, wenn sie zu mehr als der Hälfte durch staatliche Regierungen international oder national finanziert wird. Wie würden Sie sich denn die Finanzierung von NGOs vorstellen? Hätten Sie eine Vorstellung, wie das anders gehen müsste? Und würden Sie das zum Kriterium dann wirklich erheben für auch restriktive Gesetzgebung? Und wie bewerten Sie nochmal vor dem Hintergrund, diesem Hintergrund das, was in Israel es an, zumindest international so diskutiert, Anti-NGO-Law gibt? Und etwas Ähnliches würde ich auch Frau Dr. Asseburg auch noch mal fragen, vielleicht können Sie es auch noch mal versuchen, noch mal, Sie haben, sind eingegangen auf das NGO-Gesetz, aber dass man es vielleicht noch mal detaillierter darstellt, dass wir sozusagen einfach noch mal verstehen, weil wir haben hier oft, wir haben auch eine Anhörung gemacht über die Frage der Einschränkung, Shrinking Space von Zivilgesellschaft und leider sind die Mechanismen eben sehr vergleichbar, wessen Namen und in welchem Namen auch immer und da muss man eben aufpassen. Und ich sage das auch mal selbstkritisch zu der Debatte in Deutschland. Wir diskutieren ja gerade auch über ein Anti-Hass-Gesetz oder sowas in den sozialen Medien, was heftig diskutiert wird. Es gibt andere Länder, die, glaube ich, in gutem Sinne sich ein Beispiel nehmen wollen in der Debatte hier. Man kann aber natürlich auch ein solches Anti-Hass-Gesetz möglicherweise auch für ganz andere Dinge missbrauchen. Deswegen, glaube ich, ist genau diese Frage zu gucken, was ist das eigentlich für eine Gesetzgebung, was ist da geplant, welche Auswirkungen hat das sehr wichtig. Dankeschön. Und die Runde schließt ab der Kollege Königs. Meine Kollegin Groth hat davon gesprochen, dass man von hier und da Druck ausüben sollte. Ich frage mich manchmal, ob der Druck dann irgendwie ganz anders ankommt. Und ich würde gerne von dir, Kerstin, wissen, wie kommt das eigentlich an, wenn von allen Seiten Druck gemacht wird? Oder ist der Druck nicht kontraproduktiv? Könnte es nicht sein, dass wir auf einer ganz, dass wir eher die Situation verhärten, als dass wir sie aufweichen? Und meine zweite Frage steht in einem ähnlichen Zusammenhang. In deiner Stellungnahme schreibst du ganz richtig, dass der palästinensische Konflikt, außer hier in dem Raum, im Augenblick nicht so sehr im Zentrum steht. Da ist Syrien und andere Konflikte stehen mehr im Zentrum. Führt das dazu, dass Israel nur ganz besonders schnell Siedlungen baut? Oder wie fühlt sich da Israel an, jetzt fern der Debatte, mal für eine kurze Zeit? Und dann habe ich noch eine Frage an Frau Asseburg. Sie schreiben, dass ein Fünftel der heutigen Bevölkerung in den besetzten Gebieten Hafterfahrung hat. Wie wirkt das eigentlich auf die Gesellschaft? Jetzt kann man natürlich sagen, in den USA hat ein Fünftel der schwarzen Bevölkerung auch Hafterfahrung. Wie wirkt denn das? Aber auch eine interessante Frage. Mich würde es für die besetzten Gebiete interessieren. Ja, herzlichen Dank. Damit ist die erste Fragerunde beendet und wir geben den Sachverständigen jetzt das Wort in umgekehrter Reihenfolge. Also Kerstin Müller als Erste. Gut, vielen Dank. Also zum einen die von Tom Königs gestellte Frage mit dem Druck von außen. Also Druck von außen, Druck von innen, das war ja auch eine Frage also von innen sozusagen aus der israelischen Gesellschaft. Also erstens muss man da natürlich sagen, sich einig sein, wofür, mit welchem Ziel. Hier wurde sozusagen die Einstaatenperspektive angesprochen oder ich habe mich ja eben schon sehr stark davon abgegrenzt, sagen eine multikulturelle Demokratie. Bisher ist es in all diesen Debatten international darum gegangen, sagen im Hinblick auf eine Friedenslösung, das heißt im Hinblick auf Zwei-Staaten-Lösung und im Hinblick auf Wiederaufnahme von Verhandlungen. Herr Schwabe, Sie haben natürlich recht, das ist der Menschenrechtsausschuss und nicht der Auswärtige Ausschuss. Dennoch, das haben wir alle auch am Anfang gesagt, sagen die Menschenrechtsverletzungen, mit denen man es zu tun hat, sind eben sehr eng verknüpft mit der Tatsache,
dass eben die Westbank besetzt ist. Und wir beschäftigen uns sozusagen mit dem Teil, was passiert sozusagen innerhalb Israels, was folgt aus dem Spannungsverhältnis, nämlich daraus, dass sagen Israel sich als mehrheitlich jüdischer Staat definiert. Und deshalb sozusagen kommen wir natürlich auch immer wieder sozusagen zu Verhandlungen, Friedenslösungen und so weiter und so fort, weil meines Erachtens ist das sozusagen sehr eng miteinander verknüpft, wenn man auf die Frage antwortet, was tun. Ich sehe das so, wenn man das mal beobachtet, was hat bisher Druck von außen gebracht? Also zum Beispiel der BDS, also sogenannt das Movement, zu sagen Boycott, Divest and Sanctions, Boykottmaßnahmen, die sozusagen Israel mit einem generellen Boykott belegen wollen. Ich kann nur sagen, und da gibt es viele Pressemitteilungen, wenn man dort lebt, kriegt man das sozusagen unmittelbar mit. Das wird ganz ausgezeichnet von der rechten Regierung benutzt und instrumentalisiert, um sozusagen die Gesellschaft zusammenzuhalten. Die Gesellschaft sozusagen sagt dann auch immer, ja, da haben Sie ja recht. Und sozusagen dann gibt es immer eine ganz, ganz große Mehrheit, wahrscheinlich an die 80-90%, die natürlich gegen Boykott sind und die das natürlich falsch finden. Und dann kann sozusagen, es ist sozusagen eine Vorlage, es nutzt innenpolitisch der politischen Rechten. Und das heißt, es führt absolut keinen Schritt weiter in die Richtung, dass die sehen, aha, jetzt haben wir da Druck, jetzt müssen wir uns wieder an den Verhandlungstisch setzen. Also das halte ich für kontraproduktiv, strategisch für kontraproduktiv, abgesehen davon, dass sich meines Erachtens sagen, ein kollektiver Boykott, also er ist weder gerecht, noch trägt er zur Lösung des Konflikts bei, er stärkt die Wagenburg-Mentalität. Der BDS grenzt sich auch nicht klar von antisemitischen Strömungen ab. Meines Erachtens verbietet sich sozusagen für jeden in Europa oder insbesondere auch in Deutschland, wenn wir sozusagen ein historisches Bewusstsein haben, jede Kampagne, die auf Isolierung und Stigmatisierung des jüdischen Staates zielt. Sagen, wenn das wegfällt, was gäbe es dann noch? In der Europäischen Union wird ja immer wieder diskutiert und sozusagen auch anvisiert, dass man sozusagen klar differenziert zwischen dem Kernland einerseits und den Siedlungen andererseits. Und das scheint mir etwas, was sehr sinnvoll ist. Ich will mal zwei Beispiele geben. Das eine Beispiel ist die ganze Debatte um die Kennzeichnungspflicht von Produkten. Stark umstritten, ist auch von der israelischen Regierung als Boykott diffamiert worden, ist es aber nicht, sondern bei der Kennzeichnungspflicht geht es einmal um die Umsetzung europäischen Rechts, aber es geht vor allen Dingen darum, zu differenzieren, zu sagen, ja, wir wollen eine Vertiefung der Beziehungen mit Israel. Ja, wir schätzen dieses Land, das ist für uns extrem wichtig in unseren Beziehungen, aber wir fördern nichts, was sozusagen den Siedlungen nutzt oder den Siedlungsbau indirekt unterstützen würde. Ein weiteres Beispiel möchte ich geben, das war Horizon 2020, das Programm, sagen wir, aufgelegt wurde zur Förderung und Vertiefung der Beziehungen im Hochschulbereich. Wo die nationalreligiöse Regierung damals, Bennett, das gar nicht unterzeichnen wollte, weil die Universität Ariel ausgeschlossen war und die EU gesagt hat, die wird von uns nicht unterstützt. Die bekommt nicht sagen, in den Genuss dieser Fördermittel. Und da gab es ganz massiven Druck aus der israelischen Gesellschaft, aus dem Hochschulbereich, dass die Regierung dieses Programm unterschreibt, selbst wenn die EU ganz klar sagt, aber nicht Universitäten in der Westbank und in den Siedlungen. Und ich glaube sozusagen auf dieser Linie, wenn wir diskutieren, wie können wir Israel gegenüber deutlich machen, ja, einerseits, wir finden, die Beziehungen zu Israel sind wichtig, wir wollen eine Vertiefung der Beziehungen, aber nein, andererseits, wir setzen uns für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, wir wollen die Beendigung, die Besatzung, wir kritisieren die Menschenrechtsverletzungen, die mit der Besatzung zu tun haben, sagen nichts zu tun, was in irgendeiner Form den Siedlungsbau auch nur indirekt unterstützt. Ich glaube, das ist etwas, was eine Linie, auf der man sich bewegen könnte. Zweiter Punkt, der hier gefragt wurde, wo ich kurz gern darauf eingehen würde, das ist die ganze Gaza-Problematik. Ich habe das auch in meiner schriftlichen Stellungnahme sehr ausführlich gemacht, bin noch auf den Mechanismus eingegangen und so weiter und so fort. Wir hatten als Heinrich-Böll-Stiftung vor 2 Wochen eine sehr hochrangige Anhörung zu diesem Thema, gemeinsam mit dem INSS, das ist das Security Institute in Israel, wo wirklich alle Vertreter, die UN war da, Rotes Kreuz war da, sozusagen die Menschenrechtsorganisationen, aber auch Civil Society, aber eben auch Regierung,
um sozusagen zu diskutieren, wie kommt man aus dem Deadlock raus. Und ich möchte hier auch noch mal sehr deutlich sagen, Vertreter der ägyptischen Regierung waren auch anwesend und so weiter und so fort, Gaza ist ein Problem, was wiederum auch nicht alleine Israel lösen kann. Ich nehme mal das Beispiel der Elektrizität und des Wassers. Die israelische Seite ist bereit, dass man sowohl beim Wasser als auch bei der Elektrizität etwas tun muss und tun sollte, weil das in der Tat dramatisch ist. Die letzten Kürzungen der Elektrizität, die jetzt gerade verhängt wurden, kamen auf Druck der palästinensischen Autonomiebehörde zusammen, zustande, weil die palästinensische Autonomiebehörde, und das haben alle, das wird auch nicht bestritten öffentlich von der PA und von Abbas, weil die palästinensische Autonomiebehörde gesagt hat, wir zahlen nicht mehr, wir fordern Israel auf, sozusagen die Elektrizität zu kürzen, weil wir werden den Beitrag, der da gezahlt werden muss, nicht mehr überweisen. Und dann gibt es in Israel die Diskussion, ja, was machen wir jetzt? Einerseits, wenn wir das machen, kommt die Hamas weiter unter Druck, bereiten wir vielleicht den nächsten Krieg vor, das wollen wir verhindern. Gibt es viele Stimmen, die sagen, auch aus dem Militär, wir sollten dennoch zahlen. Israel sollte das übernehmen, was die PA nicht mehr zahlen muss. Andererseits ist es natürlich schwierig innerhalb der israelischen Debatte. Ich will hier nur deutlich machen, die Experten haben gesagt, ein ganz großes Problem bei der Lösung von Gaza ist der Bruderkrieg zwischen der Hamas und der PA. Die PA sagt sehr deutlich, es darf nichts getan werden, was zugunsten der Hamas im Grunde rauslaufen würde. Das heißt, ja, Menschenrechtsbedingungen, das ist natürlich alles schrecklich und humanitär ist das alles ganz furchtbar. Das wird sozusagen öffentlich verkündet. Aber der politische Druck in Richtung Israel ist der, dass man sozusagen die humanitäre Lage noch verschlimmert, weil man der Hamas nichts gönnt. Und das ist eine extrem schwierige Situation, dito mit Ägypten, weil er auch sozusagen Ägypten als Hamas, als Ableger der Muslimbruderschaft, sagen ganz deutlich immer wieder, dass es kein Interesse hat, dass irgendetwas getan wird, was sozusagen indirekt der Hamas nutzen würde. Das ist die Problematik. Wir haben hier sozusagen, wenn wir eine Lösung für Gaza diskutieren, da müssen wir mit Israel, da müssen wir mit den Ägyptern und mit der PA sozusagen gemeinsam hier Schritte überlegen, was getan werden kann. Das ist nicht etwas, was sozusagen Israel alleine lösen könnte. Dankeschön. Herr Heuberger, bitte. Vielen Dank. Ich werde jetzt hier zu vier Punkten Stellung beziehen. Die erste Frage war nach der Religionsfreiheit, anschließend zu Alternativen zur Zwei-Staaten-Lösung und dem NGO-Gesetz. Das wäre der dritte Punkt. Und viertens die Haftbedingungen. Zunächst zur Frage der Religionsfreiheit. Das israelische Recht der Religionsfreiheit basiert zu einem großen Teil auf der Gesetzgebung während der Mandatszeit und erlaubt allen Religionen sozusagen ihre Angelegenheiten wie Feiertage und Bräuche und so weiter individuell und in ihrer Gruppe intern zu regeln. Und die Kooperation wird natürlich dann relevant, wenn wir an die Religionsgerichte denken, das jüdische Rabbinatsgericht oder das Scharia-Gesetz, Scharia-Gericht und so weiter, die Zuständigkeit haben in Personenstandsangelegenheiten wie Ehe und Scheidung. Und ich denke, das wird sehr pragmatisch gehandhabt. Ich möchte aber hier auch ein paar kritische Punkte auch anmerken, weil kein System ist perfekt. Ich denke, das Fehlen einer Zivilehe ist eine der Herausforderungen an das Recht der Religionsfreiheit, weil Menschen, die nicht einer Religionsgruppe angehören oder das jeweilige Religionsrecht ihnen die Ehe zum Beispiel verwehrt, diese Menschen können in Israel nicht heiraten und weichen dann sozusagen auf andere Länder aus. Das sehe ich als eine der Herausforderungen. Darüber hinaus werden zum Teil in einzelnen Regionen wie der Beduinenregion im Negev aschaische Geflogenheiten wie die Mehrfachehe, die das israelische Recht untersagt, nicht konsequent genug verfolgt. Und letztlich eine der Fragen natürlich ist die Einziehung von Ultraorthodoxen in die Streitkräfte. Hierzu gibt es dann Versammlungen, die in vereinzelten Fällen auch zu Ausschreitungen geführt haben. Also das sind alles Herausforderungen an den israelischen Gesetzgeber. Abschließend möchte ich noch sagen, dass natürlich im Rahmen dieses Themas der Zugang zum Tempelberg für die Juden Har HaBayit oder für die Palästinenser oder Muslime Haram al-Sharif, Entschuldigung, bezeichnet wird, dass das immer auch ein Thema ist, das in diesem Zusammenhang politisiert wird. Und die Polizei in Jerusalem versucht, dieses Thema sehr pragmatisch zu handhaben und hat gerade jetzt in den letzten Monaten im Ramadan den Zugang versucht, allen Religionsgruppen auch zu ermöglichen. Und er wird auch vom Gesetz sozusagen, das wird auch so vorgeschrieben, dass alle Religionsgruppen den freien Zugang haben.
Leider muss man aber an dieser Stelle auch sagen, dass es jetzt wieder wie letzten Freitag zu Terroranschlägen kommt. Und das vermisse ich hier auch ein bisschen leider in der Diskussion. Wenn wir um Menschenrechte sprechen, dann sprechen wir auch über Artikel 2 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, der das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit vorsieht. Und Israel sieht sich seit September 2015 mit einer Gewaltwelle konfrontiert, bei der bisher 50 Israelis getötet wurden in Messerattacken, Rammen durch Fahrzeuge und auch Schussattacken. Und ich denke, das möchte ich hier auch feststellen. Zur zweiten Frage, Alternativen zur Zwei-Staaten-Lösung. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich sehe keine Alternative zur Zwei-Staaten-Lösung, die Israel als jüdischen und demokratischen Staat garantiert. Und deswegen möchte ich diese Alternativen auch nicht so breit hier diskutieren. Es werden immer wieder Alternativen genannt, wie eine palästinensische Autonomie, Annexion des C-Gebiets, einseitiger Rückzug und so weiter. Aber ich halte diese Vorschläge für falsch. Sie würden den Charakter von Israel als jüdischen und demokratischen Staat unterminieren. Eine Annexion wäre völkerrechtswidrig. Und wichtig ist, denke ich, bei der Zwei-Staaten-Lösung auch hervorzuheben, dass es nicht nur um eine Zwei-Staaten-Lösung geht. Der Vorschlag hat nämlich drei Parameter. Zwei Staaten für zwei Völker, in der jede Seite das Selbstbestimmungsrecht des anderen Volkes anerkennt. Und dieses dritte Parameter wird oftmals unterschlagen, wenn man von einer Zwei-Staaten-Lösung geht. Israelis wollen keine Zwei-Staaten-Lösung. Zum einen einen binationalen Multikulti-Staat Israel und zum anderen einen islamischen Staat Palästina als Nachbar. Und deswegen sind diese drei Parameter für die Zwei-Staaten-Lösung relevant. Übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass, weil hier die Frage auch nach Rückzug und Besatzung gestellt wurde, wenn sich Israel morgen aus dem Westjordanland zurückziehen würde, komplett, dann wäre die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland nicht mehr sicher und nicht mehr ihre Souveränität nicht mehr gesichert. Und wenn Sie diese Gespräche mit palästinensischen Sicherheitsbeamten der Autonomiebehörde führen, dann werden Sie diese Antwort bekommen. Und zum Punkt des NGO-Gesetzes. Ich möchte voranstellen, dass ich diese Nichtregierungsorganisation, die das betrifft, auf jeden Fall für wichtig für die israelische Gesellschaft empfinde und auch, das sind legitime und wichtige Stakeholders in der Gesellschaft, auch wenn sie zum Teil in Israel kontrovers gesehen würden. 70% der Israelis sehen zum Beispiel die Organisation B'Tselem als problematisch an, weil sie auch im Ausland sehr viel Geld eintreiben, weil sie vor dem UN-Sicherheitsrat aufgetreten sind und so weiter. Ich halte das aber für eine interne israelische Diskussion und für keine Diskussion meiner Meinung nach für den Menschenrechtsausschuss hier. Sie fragen nach Alternativen. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass solche Organisationen privat gefördert werden. Und jetzt wird natürlich der Vorwurf laut, warum werden nur Organisationen gefördert, die von Regierungen Geld erhalten, aber nicht solche Organisationen, die privat gefördert werden. Andererseits sieht man wieder eine Gefahr darin, wenn jetzt alle Organisationen begriffen werden vor einem neuen Gesetz. Also auch die regierungsfreundlicheren, privat geförderten Organisationen. Also da wird man sehen, wie sich das Gesetz entwickelt, ob es aufgehoben wird oder ob es auch auf private Organisationen ausgeweitet wird. Aber ich denke, dass es im Kern eine interne israelische Diskussion sein sollte. Und letztlich die Frage nach den Haftbedingungen, also den Vorwurf, dass es hier systematisch zu Folter kommt, weise ich entschlossen zurück. Die Besuche übrigens der Gefangenen werden vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Israel und im Westjordanland sozusagen koordiniert und auch durchgeführt. Und ich kann nur anregen, dass sich auch auf solche Quellen berufen wird. Die vierte Genfer Konvention sieht Besuche von Gefangenen vor. Und deswegen werden diese Besuche auch durchgeführt in Koordination mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Nur wir dürfen hier den Unterschied nicht vergessen, das hatte ich ja angesprochen, zwischen Rechten und Privilegien. Die Frage nach der Anzahl von Fernsehsendern, die Frage nach universitärer Bildung in Haft, die Frage nach der Anzahl der Besuche, das sind Fragen von Privilegien, die in der Vergangenheit eingeräumt wurden. Aber das ist nicht die Frage von Rechten innerhalb der
Genfer Konvention und weise nur abschließend darauf hin, dass Marwan Barghouti zum Beispiel seinen Doktortitel in Haft abgeschlossen hat. Vielen Dank. Dankeschön. Jeff Halper, bitte. Es hat jetzt Stunden schon gedauert, diese Diskussion zu führen. Sie sind ja alle intelligente Leute. Und wenn Sie kämen, und ich möchte Sie herzlich einladen, wenn Sie nach Israel-Palästina kommen würden, dann würden wir kritisch Begehungen durchführen im besetzten Gebiet und auch in Israel. Und alles, was wir hier besprechen, also ich muss da meine Augenbrauen, meine Stirn runzeln, denn ich sage Dinge, die man normalerweise nicht hört, dass Israel kein jüdischer Staat sein kann und dass man nicht ein Land schaffen kann, was Israel ja de facto gemacht hat und die Hälfte der Bevölkerung kontrollieren kann, die gar keine Staatsbürgerschaft hat und sich selbst jüdisches Land nennen kann. Das funktioniert nicht. Wir müssen eine multikulturelle Demokratie anstreben. Da sind viele Sachen hier, die man vielleicht noch nicht gehört hat oder die man in Deutschland auch gar nicht hören kann. Aber wenn Sie auf diese Begehung mitkommen würden mit mir, dann würden Sie in 5 Minuten verstehen, was ich meine. Man muss da einfach nur rausgehen. Man muss nicht einmal aus Jerusalem rausgehen. Und man geht einfach raus und man erlebt dann, was ich die Matrix der Kontrolle nenne, die Israel über das Westjordanland permanent gelegt hat. Also ob jetzt Netanyahu sagt, eine Zwei-Staaten-Lösung ist gut oder auch nicht, spielt gar keine Rolle. Denn man muss sich anschauen, was die Tatsachen vor Ort sind und was Israel dort tut. Und Frau Müller hat nicht recht. Israel akzeptiert die Tatsache nicht, dass das eine Besetzung ist. Das ist nicht wahr. Die Staatengemeinschaft tut das. Der internationale Strafgerichtshof hat gesagt, es ist eine Besatzung. Und die israelische Regierung seit 1967 leugnet eben offiziell, dass es diese Besatzung gibt. Denn Israel hat einen Anspruch auf das gesamte Land. Israel nennt es ein umstrittenes Territorium und das wurde auch in Oslo gemacht. Rubin hat zu Clinton gesagt, wenn Sie darauf bestehen, dass das besetztes Gebiet ist und in diesem Fall würde die 4. Genfer Konvention zur Anwendung kommen, dann wird nicht weiter verhandelt mit den Palästinensern, denn dann verlieren wir. Die Vereinigten Staaten haben also die Position gewechselt und heute sagt das Außenministerium, ja, das sind umstrittene Territorien und nicht besetzte oder verwaltete Territorien. Das ist auch ein solcher Euphemismus. Israel leugnet also eine Besetzung und deshalb wird auch die 4. Genfer Konvention von Israel nicht angewandt. Es ist Unterzeichnungsmacht, aber Israel sagt, das ist nicht relevant, denn es gibt gar keine Besatzung. Und die Tatsache, dass Sie und die Staatengemeinschaft das akzeptieren und Israel erlaubt haben, das zu tun, was es jahrelang getan hat, heißt, das ist eine de facto, und die Jure ist mir egal, dass de facto die israelische Position akzeptiert wird, dass es keine Besatzung gibt. Sie erlauben es Israel, es zu tun, alles, was es unilateral tun möchte, als ob Judäa und Samaria Israel gehörte. Also seien wir ehrlich, überlegen wir nicht so sehr über diese Legalismen, die Zwei-Staaten-Lösung, Oslo und Abkommen nach Völkerrecht, sondern schauen wir uns an, was vor Ort vonstatten geht. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie man wirklich ausloten kann, was da passiert, ob eine Zwei-Staaten-Lösung möglich ist und wo Israel hinläuft. Im Osloer Friedensprozess gab es kein Likud. Es gab kein Tenet Netanya und gar keine Siedler und keine religiöse Partei. Es gab die Labour-Partei und Meretz. Das sind zwei Staatenbefürworter, liberale Parteien. 1993 gab es 200.000 Siedler. Jetzt war das dann schon 2000 so, als Oslo zusammengebrochen ist nach 7 Jahren, dass schon 400.000 Siedler vor Ort waren. Und die Labour-Partei hat Siedlungen gebaut, und zwar schneller als die Likud. Also erzählen Sie mir nicht diese ganzen Legalismen, das sind die Tatsachen vor Ort. Und was das dann bedeutet, ist, dass es drei Optionen gibt, mathematisch gesprochen. Eine besteht darin, dass man die Zwei-Staaten-Lösung umsetzt als Resolution. Und ich sage Ihnen, wir waren nicht gegen die Zwei-Staaten-Lösung. Wenn Arafat und die PLO das 30 Jahre vorher schon akzeptiert haben, wie könnte ich da Nein sagen? Also ich werde nicht päpstlich als der Papst sein. Also wenn das Arafat gut findet, dann finde ich das auch gut. Die Zwei-Staaten-Lösung war gut, aber die ist nicht mehr da. Die gibt es nicht mehr. Und wenn Sie mir 5 Minuten in Jerusalem, dann kann ich Ihnen zeigen, wie die verschwunden ist. Ich habe jetzt keine Zeit da einzusteigen, aber die Karte ist selbsterklärend. Aber die Lösung ist nicht mehr da, da die Tatsachen vor Ort so sind, wie sie sind und weil die Politik der israelischen Regierung in der Judaisierung des ganzen Landes besteht.
Wenn die Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr da ist, wenn sie also weg ist, und das ist die Frage, die ich Ihnen allen stelle, eine Menschenrechtsfrage, wenn sie nicht mehr da ist, sagen wir mal, ich habe recht, wer weiß, vielleicht habe ich ja recht, und die Zwei-Staaten-Lösung gibt es nicht mehr, was bedeutet das dann für die Palästinenser? Das ist die tatsächliche menschenrechtliche Frage. Was bedeutet es, für immer verdammt zu sein, im Gefängnis zu sitzen, sozusagen in diesen kleinen Inseln, 10% des Landesgebiets. Und das sind die Menschenrechtsfragen, die wir ansprechen müssen. Die zweite Option in diesem ganzen Konflikt, wenn die Zwei-Staaten-Lösung nun nicht mehr da ist, wäre dann die zweite Option Apartheid. Das ist das, was derzeit vonstatten geht. Israel, die sogenannte Demokratie, und ich weiß nicht, warum man da über eine Demokratie sprechen kann, Israel, welches 50 Jahre lang 5 Millionen Leute unter Kontrolle hat, ist das eine Demokratie? Diese ganze Differenzierung zwischen Israel und besetztem Gebiet macht gar keinen Sinn für mich. Boykottierung der Siedlungen. Die Siedlungen sind gar nicht das Problem, sondern die Regierung, die die Siedlungen baut. Warum ist das nicht der Fokus des Boykotts? Warum befasst man sich mit den Systemen und nicht mit der Ursache? Wir haben jetzt ein Apartheid-Regime dort. Und das kann man gar nicht bezweifeln, wenn man sich die Karte vor Augen führt. Und das möchte ich Ihnen noch nahebringen. Heute gibt es einen Staat. Heute schon. Dieser ganze Diskurs zwischen einem Staat und zwei Staaten, das ist ja nicht mehr da. Es gibt einen Staat, also ein Land zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan, und da gibt es eine effektive Regierung im ganzen Land, und sagen Sie mir nicht, dass die Palästinenserbehörde eine effektive Regierung ist. Es gibt eine Armee, ganz offensichtlich, und eine Währung. Ob man jetzt in Gaza ist, in Hebron, in Tel Aviv, da wird der Schekel benutzt und die Bank von Israel den unter Kontrolle. Es gibt eine Infrastruktur, ein Stromversorgungssystem, und deshalb kann Israel Gaza abschneiden. Es gibt ein Wasserversorgungssystem, ein Autobahnnetz, ein Siedlungssystem, und es ist ja schon ein Staat de facto. Und de facto interessiert mich ja nicht dieser ganze de jure Diskurs, sondern de facto gibt es da schon ein Land, und es handelt sich um einen Apartheidstaat. Und ich werde davon ausgehen, dass das auch alle Parteien gemein haben, nämlich dass Apartheid inakzeptabel ist, dass wir das nicht akzeptieren können. Es bedeutet also mathematisch gesprochen fast, dass es eine dritte Option gibt. Wenn die zwei Staatenlösung nicht da ist, und sie ist nicht deswegen weg, weil ich das so wollte, sondern sie ist weg, weil Israel beschlossen hat, dass es sie nicht mehr geben sollte und dass Israel das getan hat, um das vom Tisch zu räumen. Und wenn Apartheid inakzeptabel ist, gibt es nur noch eine Option, die übrig bleibt, nämlich Israel zu sagen: Gut, Israel, ihr habt die Zwei-Staaten-Lösung aus dem Weg geräumt, das waren nicht die Palästinenser, die es gemacht haben. Es tut mir leid, Israel ist da die kontrollierende Macht und die Besatzungsmacht, und da gibt es auch ein Machtgefälle, und da gibt es diese falsche Symmetrie, als ob die Palästinenser da eine Entscheidung treffen können. Das wäre lächerlich. Also in dieser Situation entschied ein Land, dass die Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr da ist, und ein Land kontrolliert das gesamte Land. Und dann ist die Antwort ja wunderbar: Israel, wir akzeptieren dies. Ihr möchtet einen Staat, Judäa und Samaria und den Rest Israels, wunderbar. Aber das kann kein Apartheidstaat sein. Es muss eine multikulturelle Demokratie sein. Und ich möchte nur sagen, dass diese ganze Idee eines jüdischen Staates, und Deutschland ist da ja schon durchgegangen, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wart ihr ein deutscher Staat mit allem, was das bedeutet hat. Sie haben dasselbe gemacht, und Sie wissen, wohin das geführt hat. Und Sie wissen, warum Deutschland das Ganze Wesen Deutschlands verändert hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Welches Land könnte darauf aufbauen, dass eine Gruppe Privilegien über eine andere Gruppe genießen sollte? Das ist Apartheid. Man kann natürlich immer wieder sagen, jüdischer Staat, aber einen jüdischen Staat kann man nicht haben, wenn man keine Zwei-Staaten-Lösung hat. Und wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung hätte, wäre das etwas anderes, denn dann hätte man einen Palästinenser-Staat. Wenn der nun weg ist, dann ist Israel auch kein jüdischer Staat mehr. Diese Entscheidung muss man treffen, und Israel hat diese Entscheidung gefällt. Es kann nicht jüdisch sein, und ich werde da zum Ende kommen, und gleichzeitig das gesamte Land kontrollieren. Das versuche ich hier
herüberzubringen vor Ihnen allen. Es handelt sich um einen Konflikt, der auch Deutschland betrifft. Es ist nicht ein lokaler Konflikt, ein israelisch-palästinensischer Konflikt, um den sich keiner kümmern kann. Nein, das betrifft das gesamte internationale Gefüge. Es destabilisiert den gesamten Nahen Osten und die gesamte Welt. John Kerry hat das gesagt, andere ebenfalls. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Lösung herbeiführen. Und die einzige Lösung, die für Israel gegangen wäre, wäre die multikulturelle Demokratie. Es ist hart, das zur Kenntnis zu nehmen, aber wir sind ja Erwachsene und deshalb sind wir auch hier. Herzlichen Dank, vor allen Dingen für das Lob, dass wir alles intelligente Abgeordnete sind. Das hören wir sehr selten. Herr Dr. Borschert, bitte. Also, ich würde schon gerne. I would be very glad if you answered to my question. I ask about the human rights violation of Hamas in Gaza. Verletzungen der Hamas in Gaza. Ja, das hätte ich noch gemacht, aber dann bin ich sozusagen mitgerissen. Well, no, I think you're right. I'm not Sie haben schon recht. Hamas, certainly, or the Palestinian Authority. Also, ich sage jetzt nicht, dass die Hamas oder die PA die Hochburgen der Demokratie sind. Nein, da gab es zwei Besatzungen bei den Palästinensern, also von Israel und die PA-Hamas-Besatzung. Darf ich vielleicht darum bitten, dass wir einfach nur Ihnen die Frage beantworten lassen und dass wir den Streit, dann können wir ja unter uns führen. Aber ich würde ihm gerne die Gelegenheit geben. I would like to give you the chance to answer. Ja, nur zwei Sätze, das verspreche ich. Ich werde nicht länger brauchen. Wir hatten 50 Jahre Besatzung, 70 Jahre Vertreibung. 48, das darf man nicht vergessen, wurde die Hälfte der palästinensischen Bevölkerung aus dem Land getrieben. Die Leute in Gaza sind ja gar keine Bewohner von Gaza. Sie kamen auch aus Israel und sind eigentlich im Grunde genommen Flüchtlinge. Man kann da gar kein normal funktionierendes demokratisches Gefüge haben in dieser Besatzung. Also ich würde sagen, dass die Hamas das ist, was man bekommt, wenn man Leute so lange so unterdrückt. Die Hamas, ja, und ich glaube auch noch die Palästinenser, die Hamas so gerne mögen. Die palästinensische Bevölkerung war historisch immer am säkulärsten, am weltlichsten von allen arabischen Bevölkerungen im Nahen Osten. Also die Tatsache, dass die Palästinenser für die Hamas gestimmt haben und die Hamas gewählt haben in die Regierung, bedeutet ja schon, dass etwas schiefgelaufen ist. Aber die andere Frage, die wir noch ansprechen müssen, wenn die Hamas demokratisch gewählt wird, dann warum boykottieren wir denn die Hamas überhaupt, wenn das die gewählte Regierung ist? Das ist schon eine komische Situation, die ist ungerecht, unterdrückend für alle Seiten. Aber das bekommt man, wenn man diese anormale Situation hat über 50 Jahre hinweg. Herr Dr. Borschert, bitte. Also ich will mir Mühe geben, die Fragen auch tatsächlich konkret zu beantworten, die gestellt worden sind. Die Frage, die an mich gestellt worden ist, war die Frage des Paradigmenwechsels, hervorgerufen durch den arabischen Frühling. Ich habe in meiner Stellungnahme deutlich gemacht, dass es zwei Richtungen gibt dieses Paradigmenwechsels. Zum einen in der arabischen Welt durch die starke Polarisierung Sunni-Schia und in diesem Fall dann eben auch Polarisierung Iran und beispielsweise in diesem Fall Saudi-Arabien, ist etwas entstanden, wie, auch wenn man das Wort vorsichtig benutzen sollte, wie ein Window of Opportunity. Und darin besteht auch eine gewisse Tragik der momentanen Situation, nämlich die Tatsache, dass, wie Kerstin das auch schon richtig ausgeführt hat, einer der Gründe, warum Oslo damals gescheitert ist, ja auch waren, dass die arabischen Staaten im Wesentlichen dagegen waren. Und an der Stelle tut sich was. In Israel ist man im Moment sehr zart dabei, hinter den Kulissen im Sinne von Track 2 Bande zu entwickeln zwischen Israel und Saudi-Arabien. Wobei ich gleich dazu sagen muss, auch in Israel ist man sich beispielsweise in Form von Äußerungen des Ministers Steinitz sehr wohl bewusst, dass Saudi-Arabien auch menschenrechtlich ein außerordentlich schwieriger Partner ist, durch die Existenz des wahhabitischen Islams, der sich ideologisch oder theologisch, wenn man das mal so überhaupt benutzen darf, von der IS-Ideologie mitnichten unterscheidet. Das wird wahrgenommen. Trotzdem, diese Polarisierung führt dazu, dass an der Stelle die Haltung Saudi-Arabiens, das hat auch der saudische Außenminister kürzlich hier in Berlin zum Ausdruck gebracht,
die Haltung, wir werden erst dann eine Normalisierung mit Israel eingehen, wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung, wenn es einen palästinensischen Staat gibt. Diese Haltung weicht sich zunehmend auf und das ist eine Chance. Und als solche Chance sollte man das betrachten. Auf der anderen Seite, auch das habe ich noch gesagt, glaube ich, muss man vorsichtig sein. Bislang, und das bringt diese Sunni-Shia-Auseinandersetzung auch mit, haben wir immer so ein bisschen dazu tendiert, den israelischen palästinensischen Konflikt als die Mutter aller Konflikte zu betrachten. So nach dem Motto, ist der gelöst, dann kehrt auch rundherum Frieden ein. Ich glaube, dass diese Sunni-Shia-Auseinandersetzung in der Region uns gezeigt hat, dass wenn morgen ein Friedensvertrag zwischen Palästinensern und Israelis geschlossen wird, der Frieden noch längst nicht gewonnen ist. Ich bin aber der festen Überzeugung, und das sieht man auch immer wieder, wenn man genauer auf die Medienäußerungen schaut, der festen Überzeugung, dass wenn sich die Situation in Israel und Palästina verschärft, das unmittelbar auch Auswirkungen auf die anderen Konflikte hat. Das ist die arabische Seite. Die israelische Seite dieses Paradigmenwechsels müssen wir, glaube ich, ernster nehmen. Die rührt aus der Zeit des Anfangs des arabischen Frühlings. Und ich will das am Beispiel einer Pressekonferenz von Angela Merkel wiedergeben, wo Angela Merkel vor den Medien stand, nach den Konsultationen mit Bibi Netanyahu und gesagt hat, ich glaube, wir werden große Chancen haben. Es werden sich Chancen der Demokratisierung bieten. Es werden sich Chancen bieten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der sozialen Kohäsion etc. pp. Daneben stand Benjamin Netanyahu und sagte, ich kann diesen Enthusiasmus nicht teilen. Denn wir werden staatsgleiche Terrororganisationen haben, wir werden zerfallende Staaten haben. Und jetzt kann man Bibi Netanyahu mögen oder man kann ihn nicht mögen, aber man muss ihm Recht geben. Das ist in Israel ein stark verbreitetes Gefühl. Und das stößt auf den vorhandenen Eindruck, im Zweifel müssen wir uns selbst helfen, sind auf uns selbst gestellt. Ich glaube, das ist eine große Skepsis gegenüber internationalen Organisationen, gerade auch Europa gewachsen ist. Das hat auch etwas zu tun mit einer sich veränderten Zusammensetzung der israelischen Bevölkerung. Das aschkenasische Element tritt weiter zurück und das mizrachische, sephardische Element tritt weiter nach vorne. Und da ist eine Skepsis sozusagen gegenüber Europa deutlicher. Ich glaube aber, dass wir das auch im menschenrechtlichen Sinne sehr ernst nehmen müssen und immer wieder auch deutlich machen müssen, dass es nicht nur um die deutsch-israelischen, sondern auch um die europäisch-israelischen Beziehungen an der Stelle geht und auch um die Involvierung Europas, auch wenn es um die menschenrechtlichen Fragen geht, auch gegenüber den palästinensischen Gebieten. Das war die eine Frage. Die andere Frage, wie sieht es aus mit Menschenrechten, Autonomiebehörde? Was kann Deutschland tun gegenüber der palästinensischen Autonomiebehörde? Ich glaube, und das sagt unser Büro in den palästinensischen Gebieten auch sehr deutlich, dass die Autonomiebehörde zunehmend auf dem Weg ist zu einer autoritären Regierung. Ich muss sagen, dass ich das Verfassungsgericht noch etwas skeptischer sehe als Herr Heuberger, das Ende 2016 durch den Präsidenten der Autonomiebehörde Mahmoud Abbas einberufen worden ist. Ich glaube, dass die Formierung des Gerichtes auch deswegen in der palästinensischen Politik selbst zu erheblicher Kritik geführt hat, weil es eben kein Beitrag ist zu einer effektiven Gewaltenteilung, die Regierungshandeln überwacht und Akteure, die Recht brechen, zur Verantwortung zieht. Ich würde mir wünschen, dass den positiven Ausblick, den Sie da gemacht haben, dass der tatsächlich kommt. Wir dürfen nicht verkennen, und das sage nicht ich, sondern das sagt Amnesty International, dass es willkürliche Verhaftungen gibt im Westjordanland und im Gazastreifen, dass es unfaire Gerichtsverfahren gibt, bei denen grundlegende Verfahrensrechte wie der Zugang zu einem Rechtsbeistand nicht gewährleistet worden sind. Das Thema Todesurteile soll man an der Stelle auch erwähnen, die in der Westbank verhängt worden sind, aber nicht vollstreckt, im Gazastreifen aber sehr wohl vollstreckt seit 2007. Folter, exzessive Gewaltanwendung auch im Westjordanland als auch im Gazastreifen bei der Auflösung von Protesten oder bei Verhaftung. Ich glaube, dass wir das mit aller Stärke ansprechen müssen und ein Wort an diesem Zusammenhang zum Thema Hamas. Hamas hat bis vor kurzem eine Charta gehabt. In der Charta, lieber Herr Halper, war der Artikel 7 der Charta, der sagt, vernichtet die Juden, wo ihr sie antrefft. Das konstituiert eine Terrororganisation. Und daran hat sich nichts geändert, auch nicht durch die demokratische Wahl. Punkt.
Ich will noch einen Satz sagen zu dem Thema, denn das ist eine Frage, die bislang noch nicht wirklich beantwortet ist. Wie stellt man sich denn eine solche Zwei-Staaten-Lösung vor? Frau Groth hat die Frage gestellt, soll auch eine Antwort darauf bekommen. Das halte ich für wichtig, das muss man erklären. Das will ich erklären anhand von zwei Sachen. Das erste ist, wir haben zusammen mit dem Israeli Democracy Institute, dem palästinensischen Forschungsinstitut von Khalil Shikaki und mit uns selbst eine Untersuchung gemacht zum Thema Zwei-Staaten-Lösung. Wo sind die jeweiligen Bevölkerungen in den palästinensischen Gebieten und in Israel kompromissbereit und wo sind sie nicht kompromissbereit? Ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass die Eliten und die Regierung am Ende die Entscheidung treffen, aber gegen den Willen der Bevölkerung ist das schwierig. Deswegen ist das ein spannender Befund. Und der spannende Befund sagt an der Stelle, und ich will vorwegschicken, natürlich sind Siedlungen richten sich gegen die Menschenrechte. Das will ich vorwegschicken. Aber ich will noch mal an der Stelle deutlich sagen, was das interessante Ergebnis dieser Umfrage ist. Nämlich, dass beide Seiten bei den Siedlungen kompromissbereit sind. Und bereit wären, Kompromisse zu zeigen. Wo sie nicht kompromissbereit sind, und das deutet ein bisschen in die Richtung von dem, was Herr Halper gesagt hat, und ich glaube, dem müssen wir viel mehr Augenmerk schenken, ist das Thema Jerusalem. Das wird der entscheidende Punkt einer Diskussion über die Zwei-Staaten-Lösung sein und nicht nur und ausschließlich trotz ihrer Brisanz die Siedlung. Ebenso das Thema Entwaffnung ist ein ganz entscheidender Punkt, wo man Israelis verstehen muss, die sagen muss, auch wenn zu einem dann souveränen Staat Palästina eine Armee gehören würde, so etwas wie im Gazastreifen wollen und können wir nicht noch mal erleben. Das kann nicht sein und deswegen muss es eine Entwaffnung geben. Das wollen die Palästinenser nicht zulassen und da sind sie nicht kompromissbereit. Desgleichen das Thema Rückkehrrecht von Flüchtlingen, wo Israelis nicht kompromissbereit sind. Die Palästinenser aber sagen, das ist eine Conditio sine qua non. Und das Spannende in dieser Umfrage ist, dass wir herausgefunden haben, dass beide Seiten zu Zugeständnissen in einem Friedensprozess bereit wären, wenn es auch nur schon symbolische Schritte gäbe. Wenn beispielsweise eben eine Regierung, auch wenn das im Moment sehr unwahrscheinlich ist, Netanyahu sagen würde, wir werden nicht kompensieren, Flüchtlinge, aber wir erkennen an, dass es damals Unrecht gegeben hat. Unrecht, das in der Konsequenz auch uns getroffen hat, denn auch die Juden, das darf man nicht vergessen, sind vertrieben worden aus den umliegenden Ländern, aus dem Irak, aus Libyen etc. pp. Und im Übrigen, auch wenn das schon ein paar Jahre alt ist, es hat mal ein interessantes Experiment gegeben und ich rate, sich das mal anzuschauen. Die Genfer Initiative hat mit dem Minister Abed Rabo und dem Minister Yossi Beilin, auch wenn sie kein Mandat hatten, die Idee gehabt, in Genf sich zusammenzusetzen und zu schauen, wie denn ein möglicher Friedensvertrag aussehen könnte. Und die haben sich im Grunde in diesem Friedensvertrag, den sie entworfen haben, zu 80% auf das Thema Zusammenhang des Gebietes, Siedlungen etc. konzentriert. Und da gibt es intelligente Lösungen. Ich sage ausdrücklich nicht, dass das einfach ist und dass man das unterschätzen darf. Ich habe nur manchmal auch den Eindruck, wir führen diese Diskussion um die Siedlung, als ob erst die Siedlungen da gewesen wären und dann der Konflikt. Vergessen wir nicht, dass auch gerade die Siedlungen ein Ergebnis dieses Konfliktes sind. Ich würde gerne zuerst was sagen zur... Dankeschön. Erstmal herzlichen Dank an Herrn Dr. Borschardt, Frau Dr. Assepoel. Entschuldigung. Ich würde gerne zuerst noch mal zur Frage von Herrn Schwabe zu den Menschenrechtsverletzungen der Hamas was sagen, um das ein bisschen konkreter zu machen. Ich denke, es gibt zwei Hauptstränge, die man anschauen muss. Das eine sind die Menschenrechtsverletzungen nach innen. Das sind in erster Linie die massive Einschränkung des Rechts auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, die extralegalen Hinrichtungen, die regelmäßig stattfinden, insbesondere von Leuten, die der Kollaboration verdächtigt werden, die Vollstreckung der Todesstrafe entgegen dem palästinensischen Gesetz. Und es sind die Verfahren vor den Militärgerichten, in denen auch Zivilisten verurteilt werden, ohne ein Mindestmaß an Habeas Corpus Rechten, die ohne ein Mindestmaß an Gewährung von Habeas Corpus Rechten. Nach außen sind das die Kriegsverbrechen, die vermutet werden im Zusammenhang mit kriegerischen Auseinandersetzungen, nicht zuletzt im Jahr 2014, also dem willkürlichen Beschuss der israelischen Zivilbevölkerung.
Wir haben sehr wenig Einfluss auf diese Menschenrechtssituation, nicht zuletzt, weil wir eine Politik des nicht mit der Hamas-Regierung in Kontakt treten haben, aber auch, weil es für Menschenrechtsverteidiger einen sehr restriktiven Zugang nach Gaza gibt und auch die internationalen Menschenrechtsorganisationen eben keinen Zugang in Gaza haben, also auch sich kein objektives Bild von der Lage machen können. Ich persönlich würde es für sehr sinnvoll halten, wenn sich die Bundesregierung, wenn sich auch der Menschenrechtsausschuss dafür aussprechen würde, dass der Internationale Strafgerichtshof die Verbrechen, die begangen worden sind, genauer anschaut und das heißt tatsächlich eine Ermittlung einleitet über die Verbrechen, die sowohl von Seiten der Hamas als auch von Seiten Israels seit Juni 2014 begangen worden sind. Zur Frage von Herrn Königs, Hafterfahrung der palästinensischen Gesellschaft, also ein Fünftel ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Ich glaube, die Haupterfahrung, die die Palästinenser aus der Erfahrung von Verhaftung, Inhaftierung, Haft mitnehmen, ist das sehr starke Gefühl von Rechtlosigkeit und Machtlosigkeit. Und das spiegelt sich wieder in den Beziehungen, die sie aufbauen und in der Zukunftsaussicht, die sie haben bzw. die sie nicht haben. Das ist für die Gesellschaft eine Erfahrung, die das Selbstbewusstsein unterminiert und die nicht dazu führt, dass man Probleme versucht, über Dialog und legale Mittel zu lösen. Deshalb auch hier, ich persönlich finde es anerkennenswert, dass die PA sich darum bemüht, tatsächlich den legalen Weg zu gehen, wenn es um die Aufarbeitung von Verbrechen geht und wenn es um die Aufarbeitung oder den Umgang mit der Besatzungssituation geht. Also sozusagen den Umkehrschluss daraus zieht. Das, was wir im System der israelischen Militärjustiz nicht erreichen können, zu versuchen, über internationale Gerichtsbarkeit zu erreichen. Ich möchte in dem Zusammenhang noch eine Bemerkung machen zu dem, was Johannes Heuberger gesagt hat, dass die Haftbedingungen in israelischen Gefängnissen für Palästinenser völkerrechtlichen Standards entsprechen würden. Ich glaube, man kann sagen, dass das nicht der Fall ist. Administrativhaft wird von Israel regelmäßig benutzt, obwohl die Bedingungen dafür nicht gegeben sind, also oft eben keine militärische Notwendigkeit dafür besteht. Das Gros der Inhaftierten wird außerhalb der besetzten Gebiete inhaftiert. Das widerspricht den Genfer Konventionen. Und Foltervorwürfe und Klagen wegen Folter wird nicht nachgegangen. Amnesty International sagt, dass seit 2001 100 Klagen wegen Folter eingereicht worden und keine davon bislang gerichtlich untersucht worden ist. Zur Frage von Frau Groth in Bezug auf Gaza. Ich glaube, der Hauptpunkt hier unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten ist, dass die Priorisierung umgedreht werden muss. Im Vordergrund aller Überlegungen, wie wir mit Gaza umgehen, wie die Besatzungsmacht mit Gaza umgeht, wie die Nachbarn mit Gaza umgehen, muss stehen, was die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung in Gaza sind und nicht, was die Sicherheitsbedürfnisse irgendwelcher Nachbarn sind. Das heißt nicht, dass die Sicherheitsbedürfnisse der Nachbarn ignoriert werden, aber die Priorisierung muss geändert werden. Und daraus leitet sich dann letztlich alles Weitere ab, wie damit umzugehen ist. Das gilt für mich auch grundsätzlich für den Umgang mit der Besatzung in den anderen palästinensischen Gebieten. Und da würde ich das auch anders sehen mögen, als wie Kerstin Müller das dargestellt hat. Mir ist sehr wohl klar, dass wir große Schwierigkeiten haben und dass diese Schwierigkeiten auf beiden Seiten liegen, bei beiden Konfliktparteien liegen, um zu einer verhandelten Friedenslösung zu kommen. Ich würde das aber sehr deutlich unterscheiden wollen von der Verletzung der Menschenrechte, die in den besetzten Gebieten stattfinden und für die die Besatzungsmacht verantwortlich ist. Und für die Verbrechen, die auch durch palästinensische Gruppierungen verübt werden, die auch geahndet werden müssen. Also hier würde ich gerne die beiden Fragen
Friedensregelung auf der einen und fortgesetzte Menschenrechtsverletzungen auf der anderen auseinandernehmen. Und ich denke, hier ist unsere Mitverantwortung, dass wir über die letzten Jahrzehnte alles getan haben, um einen Ansatz der Konfliktregelung zu unterstützen, aber eben die Menschenrechtsfragen in den Hintergrund gestellt haben. Die Frage von Herrn Schwabe zur NGO-Gesetzgebung. Das Gesetz, das jetzt vorliegt, das im letzten Jahr beschlossen worden ist, sieht vor, dass NGOs in Israel dann besondere Maßnahmen der Transparenz erfüllen müssen, das heißt regelmäßig angeben müssen in Kommunikationen, woher sie ihr Funding bekommen, wenn sie über 50% ihrer Gelder von staatlichen Stellen aus dem Ausland bekommen, staatlichen Stellen oder staatlichen Entitäten, also auch von der EU aus dem Ausland bekommen. Meine Einschätzung ist, dass dieses Gesetz die Meinungs- und Vereinigungsfreiheit nicht einschätzt. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages scheint das anders zu sehen, wenn Sie die Ausarbeitung kennen. Der sagt schon, diese Offenlegungspflicht widerspräche internationalen Normen. Noch mehr wäre das der Fall, wenn tatsächlich dann, wie Netanyahu, der Premierminister, das angekündigt hat, aber noch nicht in einen Gesetzentwurf gegossen hat, tatsächlich solche ausländische Unterstützung, ausländische staatliche Unterstützung verboten werden sollte. Das Hauptproblem im Zusammenhang mit dieser NGO-Gesetzgebung, was wir in den letzten 3 Jahren gesehen haben, seitdem das in der Mache war, ist die Kampagne, die gefahren worden ist von Politikern, von Thinktanks, von NGOs aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum, dass diese Diskussion dazu genutzt hat, Menschenrechtsverteidiger, zivilgesellschaftliche Organisationen in Israel zu diffamieren, als Kollaborateure zu bezeichnen, als ausländische Agenten zu diffamieren. Und ich denke, wir sollten das nicht außer Acht lassen, dass es hier eine begleitende Diskussion gibt, die ganz stark Leute diffamiert, Menschenrechtsverteidiger diffamiert und die zudem mit Einschüchterungsmaßnahmen bis hin zu Todesdrohungen arbeitet. Hinzu kommt, dass in diesem Umfeld weitere Gesetze erlassen worden sind, die das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken. Das betrifft die Frage des Boykotts von Israel, also das Gesetz, dass es Leuten, die für BDS sind, nicht nur für BDS, sondern auch für einen Boykott von Siedlungsprodukten zum Beispiel eintreten, untersagt werden soll, das Land zu betreten. Das betrifft das Nakba-Gesetz, das die Meinungsfreiheit einschränkt in Bezug auf das Narrativ der Gründung des Staates Israels, also letztlich nur eine Deutung zulässt. Und es gibt eine ganze Reihe mehrerer solcher Gesetze, nicht zuletzt das Ausschlussgesetz aus der Knesset, das es der Knesset ermöglicht, Abgeordnete mit Mehrheitsbeschluss auszuschließen, also mit qualifizierter Mehrheit auszuschließen. Und ich denke, das Gesetz ist im Rahmen oder im Kontext dieser Entwicklungen zu sehen, die ich persönlich für sehr besorgniserregend halte und die mir von Menschen, die in Israel in diesem Spektrum aktiv sind, als sehr einschüchternd und sehr krass beschrieben werden. Okay. Gut, dann mache ich da einen Punkt. Wunderbar. Zum Verfahren darf ich jetzt Folgendes vorschlagen. Ich habe eben mal eine Meinungsbildung eingeholt. Offensichtlich steht die Abstimmung tatsächlich um 17.25 Uhr bevor und die überwiegende Meinung hier ist, dass wir dann vorher beenden und nicht unterbrechen. Dem würde ich gerne folgen. Deswegen habe ich für die zweite Runde die vorhandenen Wortmeldungen alle aufgenommen und würde bitten, diese Wortmeldungen in der kurzmöglichsten Prägnanz als Fragen zu formulieren, sich daran erinnern, dass eine Frage mit einem Fragezeichen endet und nicht mit einem Ausrufezeichen. Die Fragen bitte auch an den zu adressieren, der die Frage dann beantworten soll. Und ich würde dann die Sachverständigen bitten, die Fragen dann so zu beantworten, dass sie möglicherweise mit einem Ausrufezeichen enden können. So, dann zuerst von der CDU-Fraktion Frank Heinrich und der Kollege Selle.
Ganz herzlichen Dank. Ich versuche mich zu beeilen. Also erstmal ganz herzlichen Dank für die Stellungnahmen bis hierher. Zum NGO-Gesetz hätte ich noch eine Frage an Frau Müller und Herrn Dr. Borchardt. Heute Morgen wieder mit BZLM gesprochen. Wir hatten viele Kontakte zu Breaking the Silence. Die Vorfälle mit Herrn Gabriel sind uns alle präsent. Was sind die praktischen Auswirkungen der Behinderung vor Ort? Können Sie da das eine, Sie kommen heute aus Jerusalem, haben Sie gesagt. Was sind die praktischen Veränderungen? Sind die so wie gemutmaßt, wie befürchtet, wie auch nachvollziehbar befürchtet oder sind die anders? Zweite Frage. Bei dem Shrinking Space, was wir jetzt nicht nur in dem Kontext erleben, Herr Heuberger, wie ist da praktisch zu bemerken, dass das eingeschränkt ist? Möglicherweise auch über das NGO-Gesetz. Aber werden unsere Kollegen Menschenrechtsverteidiger, können die etwas weniger tun, als sie es vor einem Jahr tun konnten? Wir haben solche Zeugenaussagen, können Sie das bestätigen? Danke. Zwei Fragen wolltest du. Bitte. Kollege Sinn. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Wo ein Siedler ist, ist ja noch lange nicht israelisches Gebiet. Und deshalb die Frage an Herrn Heuberger und Herrn Halper, warum ist es eigentlich eine Einschränkung für die Zwei-Staaten-Lösung, wenn da Siedler sind? Man könnte ja trotzdem über dieses komplette Gebiet eine Zwei-Staaten-Lösung machen. Dankeschön, Frau Kollegin Höger. Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Frage an Frau Astebrück bezüglich der Situation in Gaza. Da hat es ja während des Gaza-Krieges vielfältige Menschenrechtsverbrechen gegeben. Und das Zweite ist, wie sieht es aus mit dem Wiederaufbau? Der Krieg ist 3 Jahre her. Warum kommt es nicht voran? Wie funktioniert dieser sogenannte Gaza-Wiederaufbaumechanismus? Und noch mal an Jeff Halper. Es wurde ja hier von verschiedenen Teilnehmern gesagt, dass Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten sei. Frau Müller hat es ein bisschen relativiert, dass es eine fehlerhafte Demokratie sei. Ich würde gerne noch mal wissen, wie es tatsächlich aussieht für die Menschen unterschiedlicher Passes, also einmal für israelische Staatsbürger und einmal für Palästinenser mit israelischem Pass. Haben die gleichen Rechte? Oder wie funktioniert diese Demokratie für diese Menschen? Und dann sind Sie ja Aktivist der israelischen Komitees gegen Häuserzerstörung. Wie viele Häuser wurden in den letzten Jahren zerstört? Was ist die Begründung dafür? Und können Sie beschreiben, wie sich das für die Menschen, deren Häuser zerstört werden, auswirkt? Dankeschön, Herr Kollege Schwabe, bitte. Frau Müller, Frau Dr. Asseburg hat gesagt, sie fände es vernünftig und hilfreich, wenn der Internationale Strafgerichtshof Menschenrechtsverbrechen ab 2014 untersuchen würde im Rahmen des Gazakriegs. Insbesondere hielten Sie das auch für vernünftig. Herr Heuberger, Sie haben noch mal über die NGO-Frage geredet und haben das als interne Angelegenheit Israels dargestellt. Würden Sie das wirklich so sehen, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich es zum Beispiel internationale Überprüfungsverfahren, das UPR-Verfahren zum Beispiel vom UN-Menschenrechtsrat gibt, wo die Zivilgesellschaft geradezu aufgefordert wird, entsprechend Stellung zu beziehen? Und wie würden Sie eigentlich die Absage in der Tat des Gesprächstermins an den deutschen Außenminister werten, nachdem er BZLM und Breaking the Silence getroffen hat? Würden Sie sagen, das war eine richtige Reaktion der israelischen Regierung? Frau Dr. Asseburg, Sie haben als vierte Empfehlung abgegeben, dass wir in der internationalen Zusammenarbeit das Thema Menschenrechte auch bei palästinensischen Organisationen stärker adressieren sollen. Könnten Sie das noch mal genauer sagen, wo Sie sich das vorstellen können? Und an Herrn Dr. Borchardt habe ich noch mal die Frage. Wir haben ja gerade auch über die unterschiedlichen Dimensionen von Menschenrechtsverletzungen geredet, die Zerstörung von, sagen wir mal, internationalen Aufbauprojekten im Bereich der Wasserversorgung und anderem, die ja stattfindet durch israelische Autoritäten. Wie würden Sie die eigentlich sehen und bewerten und wie sollten wir eigentlich damit umgehen? Dankeschön. Und last not least, der Kollege Beck. Ja, vielen Dank. Lassen Sie trotz Ihrer Ermahnung zwei Sätze zumindest zu Herrn Halpers Stellungnahmen sagen, weil ich denke, man sollte nie wieder bei so etwas schweigen. Herr Kollege Beck, ja. da hat der Kollege Heuberger auch schon was zugesagt. Ja. Trotzdem, wenn Sie mich jetzt zensieren, kostet es noch mehr Zeit, während ich rede. Das war eine sanfte Drohung, deswegen lasse ich es dann lieber. Also, wenn Sie hier sagen,
Die Hamas wird gewählt wegen des Konfliktes und sowas kommt von sowas. Da sind die Palästinenser Opfer. Auch in Israel gibt es eine Innenpolitik und der Terror bewirkt halt auch, dass die Leute zu rechten und sehr rechten Parteien Zuflucht nehmen. Das finde ich nicht gut, aber das finde ich nachvollziehbar. Wir hatten in Deutschland hier einen Breitscheidplatz, Israel hatte Hunderte. Und da verstehe ich manche Reaktionen, die ich als Rechtsstaatsliberaler im Ergebnis für falsch halte, wie auch hier für falsch halte. Aber man muss mal gucken, dass Israel eben auch ein Volk ist, wo die Menschen auch eine Seele haben und wo sie auch Emotionen wie Angst kennen. Das vorne weggeschickt, dann wollte ich Frau Müller und Herrn Borchert, Kerstin und Michael fragen, was Sie uns sagen können, weil das ist auch eine Menschenrechtsfrage, zu der Frage der Märtyrerpension. Da war letzte Woche in der Auseinandersetzung mit Tillerson in Rede, dass da die Praxis eingestellt werden soll, dass die PA an Terroristen oder ihre Hinterbliebenen Pensionen bezahlt. Das wurde dann wieder zurückgenommen und dementiert. Als Steinmeier, den ich begleitet habe, mit bei Abbas war, haben die Palästinenser auch behauptet, es gäbe eine trilaterale Vereinbarung Israel, USA und Palästinenser, um diese Rentenpraxis insgesamt auf den Prüfstand zu stellen. Und welche Einwirkungsmöglichkeiten sehen Sie von uns als Finanzier der PA, darauf zu dringen, dass diese Praxis der Terrorunterstützung aufgegeben wird. Auch aus dem Gespräch von Abbas, mit Abbas gewonnen, und Frau Kerstin Müller hat ja angesprochen, Horizon 22, wäre es denn eine Möglichkeit, um wieder mehr Begegnung zu schaffen zwischen den Konfliktparteien, dass man trilaterale Universitätszusammenarbeiten fördert zwischen israelischen, palästinensischen und deutschen Universitäten. Wir haben das an der Hebrew-Universität angesprochen und in Ramallah gesagt bekommen, dass da würde ja man ja BDS in den Rücken fallen. Und wie sehen Sie dann eine Möglichkeit, wie wir da vorankommen können und vielleicht aus dieser Blockade, dieser Antinormalisierungspolitik der PE rauszukommen, weil das gleichzeitig auch die Chancen für die palästinensische Bevölkerung auf weitere Entwicklung ja abschneidet. Und Wissenschaftsfreiheit und Bildung sind ja auch Menschenrechtsgüter, die es zu verteidigen gilt. Herrn Heuberger, möchte ich noch mal fragen zu dieser NGO-Gesetzgebung. Wie kommen Sie drauf, dass das eine rein innere Angelegenheit ist? NGO-Gesetzgebung ist ein Teil der Menschenrechtskataloge und ich finde das, was Israel da macht, durchaus bedenklich. Wir haben uns als Parlamentariergruppe da auch heftig mit Frau Shaked, der israelischen Justizministerin, zu dem Thema auseinandergesetzt. Und wie will man rechtfertigen, dass hier zwischen öffentlichen und privaten Geldern unterschieden wird und wie will man rechtfertigen, dass das alles abgeschnitten wird. Aber ich will hier in unserer Runde sagen, bevor wir wieder nur bei Israel diese Frage stellen, wir haben in Deutschland gerade eine Diskussion und da gibt es Stimmen aus meiner Partei, Stimmen aus der Union, Stimmen aus der SPD, Stimmen aus der Linken, die fordern, dass an religiöse Organisationen in Deutschland aus dem Ausland auch kein Geld mehr fließen soll. Also die Debatte über das anstehende Gesetzgebungsprojekt in der Knesset haben wir bezogen auf andere Akteure, die wir wiederum für gefährlich halten, in Deutschland inzwischen auch. Aber trotzdem lehne ich das grundsätzlich eigentlich diesen Weg ab. Deshalb frage ich Sie, war das sowas wie Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten? Das dachte ich, hätten wir bei Menschenrechtsfragen eigentlich überwunden. Das pflegt sonst nur die Linke gegenüber Russland. Danke schön. Wir fangen jetzt wieder andersrum an, Frau Dr. Asselburg. Ich versuche kurz zu sein. Nochmal Gaza. Der Wiederaufbau ist mittlerweile ein gutes Stück vorangekommen, was öffentliche Gebäude und Infrastruktur angeht. Da sagt zumindest der letzte UNSCO-Bericht, ist soweit alles wiederhergestellt worden oder rehabilitiert worden, mit Ausnahme des Tankbeckens beim Elektrizitätswerk. Und diese Ausnahme ist eine wichtige, weil sie auch mit der jetzigen Krise und mit kommenden Krisen in diesem Bereich zu tun haben wird. Es gibt nach wie vor großen Bedarf
bei dem Wiederaufbau und der Rehabilitierung von Privathäusern. Bis heute gibt es über 40.000 Binnenflüchtlinge, die noch nicht wieder zurück in ihre Häuser konnten. Und schwierig ist auch die Rehabilitierung von landwirtschaftlichen Flächen und der Privatwirtschaft. Landwirtschaftlichen Flächen zum großen Teil auch deshalb, weil sie in die Pufferzone fallen, die Israel errichtet hat und die insgesamt rund ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche im Gazastreifen nicht zugänglich machen oder für nicht zugänglich erklärt hat. Problematisch ist, dass wir zwar Fortschritte beim Wiederaufbau sehen, aber nicht dahingehend die Bedürfnisse, die in der Bevölkerung nicht zuletzt aufgrund des großen Bevölkerungswachstums entstehen, adäquat zu begegnen. Also die Mängel, die es schon vor dem Krieg 2014 gegeben hat, können überhaupt nicht angesprochen werden. Und eine vorausschauende Politik, die zum Beispiel die sehr, sehr großen Umweltprobleme anspricht, kann auch nicht stattfinden. Das hat auch damit zu tun, dass sowohl die Import- als auch die Exportbeschränkungen nach wie vor sehr, sehr groß sind und dass der Gaza Reconstruction Mechanism letztlich dazu dient, die Blockade umzusetzen mit internationaler Hilfe, aber nicht die Blockade der Blockade entgegenzuwirken. Ihre Frage, Herr Schwabe, zu den Menschenrechten in Bezug auf die Kooperation mit der palästinensischen Autonomiebehörde. Ich würde hier einen Punkt in den Vordergrund stellen, und der ist, dass wir als Deutschland sehr große Projekte haben im Bereich Governance, die die GIZ umsetzt. Diese Projekte sind in der Regel auf technische Fragen von Governance konzentriert. Sparen aber Fragen von Menschenrechten, sparen Fragen von Gewaltenteilung völlig aus. Und ich denke, wir müssen da tatsächlich sehr viel stärker an die Knackpunkte rangehen und nicht an technische Fragen der Beratung des Kabinetts und der Ausstattung mit IT-Infrastruktur. Dankeschön. Dr. Borschert, bitte. So schnell, wie es geht. NGO-Gesetz. Es sind weniger die Jura-Auswirkungen, sondern es sind die praktischen Auswirkungen der Stimmungsverschlechterung, die eine Rolle spielen. B'Tselem und Breaking the Silence sind nicht daran gehindert, ihren Job zu machen, aber die Stimmungsveränderung schlägt sich in der Bevölkerung nieder. Interessant ist, dass es auch hin und wieder, auch bei diesen Dingen wie Einreiseverbote, die ausgesprochen werden, so etwas wie Selbstreinigungskräfte gibt. Das gibt es nach wie vor in Israel. Ich will den Fall des Human Rights Watch-Direktors Omar Shakir sagen, dem im Februar ein Arbeitsvisum verweigert worden ist. Er würde palästinensische Propaganda betreiben und er dürfe nicht einreisen. Und zwei Monate später hat er dieses Visum bekommen. Also es gibt auch so eine echter nachher Springprozession an der Stelle. Ganz konsistent ist das nicht. Aber die Stimmungsveränderung ist ganz entscheidend. Und ich will an der Stelle noch mal sagen, das Problem, weil wir das vorher nicht so klar herausgearbeitet haben, besteht ja auch insbesondere darin, dass es eben doppelte Standards sind. Also die privaten Organisationen werden davon nicht erfasst. Und das ist natürlich etwas, was dann sehr deutlich macht, dass es sich, das sage ich auch als Adenauer-Stiftungsvertreter, primär gegen linke Organisationen wendet. Und ich will noch mal an den Satz von Kerstin Müller erinnern. Ich glaube, man muss den Partnern in Israel immer wieder deutlich machen, das hat eure lebendige, pluralistische Demokratie, die von Freedom House und anderen Indexen immer wieder bescheinigt bekommt, wie gesund sie an der Stelle der Meinungsäußerung ist, das hat eure gesunde Demokratie nicht nötig. Und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, den man betonen sollte. Thema Wasserversorgung, Herr Schwabe, Sie haben das angesprochen. Es gibt eine ganz interessante Veränderung auf der israelischen Seite. Es gab eine Rede zum Ende des vergangenen Jahres von Yuval Steinitz, dem zuständigen Minister auf der israelischen Seite, der in dieser Rede gesagt hat, jeder in dieser Region muss den gleichen Zugang zu Wasser haben und muss die gleiche Menge sozusagen an Wasser zur Verfügung haben. Und das Interessante ist, dass seitdem sanfte Schritte in diese Richtung erfolgen. Die Einsetzung der Wasserkommission ist ein Part davon. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, das Thema aus dieser unmittelbaren Politisierung, die es auf beiden Seiten erfährt, hin und wieder wird auch verschwiegen, dass eben Gelder
die die PL bekommt, um die Infrastruktur zu verbessern, auch nicht dahin fließen, wo sie eigentlich hinfließen sollten. Und die Wasserinfrastruktur ist marode, von 100%, die man einleitet, kommen 50-60% am Ende raus, weil die Infrastruktur so marode ist. Und das ist nicht ausschließlich in der Verantwortung von Israel zu sehen. Bei dem Thema will ich noch eines sagen, Antinormalisierungsbewegung, und das mit einbeziehen, was Volker Beck gesagt hat, und dann bin ich auch gleich fertig. Die Antinormalisierungsbewegung behindert vor allem das, was neu ist. Alles das, was neu aufgesetzt wird, wird dadurch immanent behindert. Das erkennen wir auch als Adenauer-Stiftung, auch als politische Stiftung. Und das wird ausgesprochen schwierig. Man muss auf das setzen, was schon existiert. Und zwar auf existierende trilaterale Strukturen. Und da gibt es einige NGOs, einige Organisationen. Dazu gehört die Genfer Initiative, die Dialogprogramme macht, die von der Antinormalisierungsbewegung nicht erfasst werden, weil sie einfach ein solches Standing haben. Und im Wasserbereich, deswegen erwähne ich das, Herr Schwabe, interessant ist an der Stelle auch, was das Thema menschenrechtliche Dimensionen angeht, aber vor allem praktische Lösungsansätze angeht, die NGO Ecopeace, früher Friends of the Earth Middle East, die eben versuchen, gerade diese Antinormalisierungsbewegung durch eine schon trilateral angelegte Struktur aufzubrechen. Und ich glaube, da wirklich auch Lösungswege bringen. Und was das Thema angeht, Märtyrerpension, ich glaube, dass ganz außerordentlich wichtig ist, dass das an der Stelle einfach noch viel stärker öffentlich gemacht wird. Der ganze Sachverhalt ist nicht wirklich bekannt. Und ich glaube, auch wenn einem das hin und wieder dann doch in der Seele wehtut, Donald Trump zu loben, die Tatsache, dass er es öffentlichkeitswirksam gemacht hat und öffentlichkeitswirksam sehr, sehr deutlich gesagt hat, das ist ein Problem, das der Lösung bedarf. Ich glaube, dass das ein kleiner Paradigmenwechsel ist und seitdem auch Bewegung in die Sache kommt. Und man muss auch noch mal sagen, das ist ja nicht nur die Märtyrerpension, sondern das ist ein breiterer Komplex. Es sind Straßenbenennungen, es sind Schulbenennungen von sogenannten Märtyrern. Ich glaube, man darf bei den Pensionen nicht stehen bleiben. Das ist ein gewaltiges Problem, und ich bin dafür, das sehr, sehr offen anzusprechen. Denn erst wenn es offen ist, dann wird die Inkonsistenz auch der palästinensischen Autonomiebehörde an der Stelle deutlich. Dankeschön. Ich habe mich eben gefragt, wie die Übersetzerin Echternacher Springprozession übersetzt hat. Ich werde Sie nachher mal fragen. Jeff Harper, bitte. Ja, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann haben wir es ja mit dem gesamten Gebiet zu tun. Das stimmt. Wir denken, es ist unteilbar. Diese Idee, dass es hier auf der einen Seite Israel gäbe und auf der anderen Seite ein besetztes Gebiet, dann ist das überholt. Wir müssen uns auf ein Gebiet beziehen. Und das Schöne an einer multikulturellen Demokratie als Vision, das ist jetzt noch eine Vision, ich sage nicht, dass jeder das unterstützt, aber damit möchten wir beginnen mit einer Vision. Die EU begann mit einer Vision einiger weniger Leute. Die Idee besteht darin, dass in einer multikulturellen Demokratie im ganzen Land jeder, wo auch immer er möchte, leben kann. Das Problem an der Zwei-Staaten-Lösung ist, wie kann man 500.000, 800.000 Israelis aus dem Land entfernen, um einen lebensfähigen palästinensischen Staat zu schaffen. Das kann man nicht machen. Und es gibt keinen internationalen Willen, der Israel dazu zwingen könnte. Das Schöne an der Einstaatenlösung wäre, dass die Siedler bleiben können. Jeder kann dann in Hebron, in Maale Adumim, in Ost-Jerusalem bleiben. Und auch die Communities werden sozusagen integriert werden. Das sind keine Siedlungen mehr. Die werden nicht mehr kontrolliert, die sind nicht mehr exklusiv. Aber die Siedler könnten in ihren Wohnungen bleiben. Und das ist doch das Positive an dieser Vision. Wir müssen uns die Einstaatenlösung als eine positive Herausforderung vornehmen und nicht als Bedrohung für irgendjemanden. Zweitens, die Frage der Demokratie und die Erwähnung Israels als einzige Demokratie des Nahen Ostens. Und ich bin überrascht,
dass immer dasselbe gesagt wird hier, was Netanyahu sagt. Und es stimmt einfach nicht. Israel ist eine lebendige Demokratie. Mein Sohn ist Redakteur im Haaretz, in der Haaretz-Zeitung. Und da bin ich stolz drauf. Also es ist natürlich eine lebendige Demokratie, wenn man jüdisch ist. Aber wenn man nicht jüdisch ist, wenn man Palästinenser oder Beduine ist, dann macht das nichts. Es ist egal, ob man in Israel als Staatsbürger lebt oder im besetzten Gebiet. Man lebt unter Besatzung in einem absolut undemokratischen Land. Nach israelischem Recht, das ist auch die Landbehörde, die das Zonieren macht und in den Gesetzeseinfügungen 94% des Landes. 94% des Landes Israels innerhalb des Staates Israel ist für die Nichtjuden nicht erreichbar. Israelische Bürgerinnen und Bürger, die arabisch sind, haben keinen Zugang zu 94% des Landesgebiets. Eine beduinische Community Al-Raqi in der Negev musste 109 Mal ihre Zelte abbrechen und wieder aufbauen. 60% der arabischen Bevölkerung in Israel lebt unterhalb der Armutsgrenze. Sie sind zusammengepfercht auf 3,5% des Landesgebietes. Das ist keine Demokratie. Nur für diese 20% der israelischen Bevölkerung und die 4,5 Millionen Palästinenser, die unter israelischen Kontrolle stehen. Also diese Die Idee ist komplett falsch, dass es eine Demokratie sei. Das kann man auch nicht trennen. Israel ist nach Völkerrecht verantwortlich für das, was den Palästinensern auf den besetzten Gebieten passiert. Es sind geschützte Menschen. Israel ist verantwortlich für diese geschützten Personen. Und dann zu sagen, dass das eine Demokratie sei und dass die Besatzung gar keine sei, sondern etwas anderes, das hätte nichts mit der israelischen Demokratie zu tun, hätte keine Auswirkungen darauf, das stimmt nicht. Das gehört zum israelischen System, denn das Völkerrecht besagt, dass Israel Verantwortung trägt für geschützte Personen unter Besatzung. Ich unterbreche ungern, aber wenn wir die Abstimmung verpassen, dann bekommen wir eine Strafe aufgebrummt. Und das ist auch eine Rechtsverletzung. Noch 30 Sekunden. Nein, noch die wichtigsten Punkte bitte, und dann haben die anderen noch die Möglichkeit. Soll ich aufhören? Okay. Herr Heuberger. Tut mir leid, auch wenn es jetzt hier nicht der Geschäftsordnung entspricht, muss ich doch wirklich sagen, dass ich die Stellungnahmen von Herrn Halper für antisemitisch halte, insbesondere den Vergleich zu Deutschland vor 1945. Und ich bin sehr bestürzt darüber, dass solche Äußerungen hier vereinzelt zu Widerspruch geführt haben. Und I'm saying it in English, I'm deeply concerned about your statements, which I find anti-Semitic and repulsive and also offensive, and not true. Only in the German Parliament. Ich offensiv finde, nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern überall auf der Welt. Danke. Ich fange mal an mit der Frage nach den Siedlungen und die Frage, inwieweit sie einer Zwei-Staaten-Lösung entgegenstehen. Ich bin kein Befürworter von Siedlungspolitik, aber 80% der Siedler leben heute in 5% von Territorium, das an der grünen Linie ist. Und es gibt sehr pragmatische Vorschläge, erarbeitet zum Beispiel von David Markowski vom Washington Institute Imagining the Border, die einen Landtausch schon erarbeitet haben. 2010 hat das Baker Institute unter Einbeziehung von israelischen und palästinensischen Vermittlern einen konkreten Vorschlag zu Siedlungstausch vorgelegt. Da geht es um Prozente zwischen 4% und 5% von Landtausch. Und ich halte das für sehr pragmatische Vorschläge. Und richtigerweise denke ich, dass Israel auch berechtigte Ansprüche auf Teilen der Siedlungsblöcke machen kann, gerade Orte wie Gush Etzion oder Hebron, wo Juden schon bereits vor 1947 immer in jüdischen Gemeinden gelebt haben, stimme ich Ihnen, sage ich mal, in diesem Sinne zu, dass ich da pragmatische Lösungen für den richtigen Weg halte. Zunächst zur weiteren Frage des NGO-Gesetz. Ich bin kein Befürworter des NGO-Gesetzes, möchte ich hier so ganz klar sagen, weil ich glaube, dass die bisherige Rechtslage eigentlich ausreichend gewesen ist. Und zwar, dass nach derzeitigem Recht Nichtregierungsorganisationen Zuwendungen von über 20.000 Shekel, also ca. 5.000 Euro, angeben mussten und viermal jährlich über ihre
über ihre Finanzen sozusagen Bericht erstatten müssen. Ich denke auch, dass wir abwarten müssen, wie es sich tatsächlich in der Praxis auswirkt. Denn einer der Fragen zielte ja auch darauf ab, und ob und wie weit es die Arbeit der Nichtregierungsorganisation tatsächlich einschränkt. Ich sehe, dass auch hier im Bundestag Lobbyisten mit einem grünen Ausweis rumlaufen, wo die Organisation draufsteht. Gerade diese Regelung wurde im Verfassungsausschuss der Knesset am Ende abgelehnt und hat nicht seinen Weg in das israelische Transparenzgesetz. Bei uns kann man nicht entnehmen, woher die Lobbyisten ihr Geld kriegen. Das finde ich unglaublich. Ja. Was ich problematisch finde, und das hat Herr Beck ja auch angesprochen, ist, dass derzeit diese Regelung 27 Organisationen betreffen, von denen 25 eher den Menschenrechten sozusagen sich zuwenden im Thema und politisch links sich orientieren. Das halte ich in der Tat problematisch. Möchte aber auch sagen, zu der Frage von Herrn Schwabe, zu dem Unterschied zwischen Nichtregierungsorganisationen und privaten Organisationen. Regierungen haben die Möglichkeiten, über diplomatische Kanäle auf die Politik eines anderen Landes einzuwirken. Und dafür ist die Diplomatie gerade da. Wenn aber eine Regierung versucht, bestimmte Positionen, sagen wir mal im israelisch-palästinensischen Konflikt, über eine NGO sozusagen zu beeinflussen, dann haben viele Israelis damit ein Problem. Und daher wird diese Debatte, und das meine ich mit interner Angelegenheit, diese Debatte wird sehr aktiv geführt. Natürlich kann sie auch hier diskutiert werden. Und ich denke, dann wird der Wähler sozusagen entscheiden in 2 Jahren, wie er die Regierung beurteilt. Erlauben Sie aber bitte Nein, noch einen Satz. Nein, kann ich nicht mehr reden. Gut. Okay. Ich will vielleicht noch einen Hinweis geben. Es ist eigentlich üblich bei solchen Anhörungen, dass die Sachverständigen ihre Expertise auslegen und den Streit den Politikern überlassen. Aber es steht nirgendwo meines Wissens nach, dass wir nicht kommentieren dürfen. Meines Wissens nach steht das nirgendwo, und das haben wir auch vorher so noch mal klar besprochen. Ich möchte auf die 2 Fragen noch mal eingehen. Erstens Herrn Heinrich, sehr wichtige Frage. Ich will sehr deutlich sagen, also es wurde in einer Anhörung ja auch der Knesset, wurden 27 NGOs sozusagen in so einer ersten Runde, sind wahrscheinlich mehr, identifiziert, die betroffen wären, sind von dem Gesetz. Für uns betreffe das zum Beispiel 2 unserer Partner. Sie haben ja ganz konkret gefragt, praktische Auswirkungen. Eine praktische Auswirkung gibt es so bisher nicht. Und ich finde das auch wichtig zur Kenntnis zu nehmen, weil das Gesetz viel milder ausgefallen ist, als es ursprünglich geplant war. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, nicht zuletzt deshalb, weil wir viele Gespräche geführt haben, weil es den Brief den Stiftungen gab, weil die Parlamentariergruppe, weil die Abgeordneten, Herr Lammert hatte eine hochrangige Diskussion. Also ich möchte wirklich hier nochmal sagen, ich glaube, dass gerade die deutsche Seite, aber es gab auch von amerikanischer und europäischer Seite entsprechend Druck, entsprechende Gespräche. Das hat viel dazu beigetragen, dass es sehr abgemildert wurde. Was passiert ist, das hat Frau Asseburger, glaube ich, auch schon gesagt, das würde ich schon auch nochmal unterstützen, was uns unsere Partner berichten. Es gibt natürlich von Seiten der Stimmung her in der Gesellschaft, da hat es politischen Schaden angerichtet, weil es dazu geführt hat, und das war ja auch eigentlich, glaube ich, das war letztlich die Intention, es führt zu einer weiteren Delegitimierung und auch Stigmatisierung bestimmter Gruppen, die zu Bürgerrechten und Menschenrechten arbeiten, insbesondere solcher Gruppierungen, die sich gegen die Besatzung wenden und die Menschenrechtsverletzungen an arabischer Bevölkerung und so weiter deutlich machen. Das muss man ganz klar sagen. Also zu sagen, es hat nach dem NGO auch nochmal Breaking the Silence, die über 90% der israelischen Bevölkerung lehnen diese Gruppierung ab, die ist sozusagen verhasst. Und das ist nicht zuletzt zurückzuführen auf die Kampagne, die mit dem Gesetzgebungsverfahren, also Kampagne des rechten politischen Flügels sozusagen in der Gesellschaft und der Parteien, die mit dieser Kampagne verbunden war, oder auch bei Bezalel, ist ein ähnliches Bild. Dennoch muss man es beobachten, wenn jetzt eine Verschärfung käme, was Netanyahu also in der Presse gesagt hat, sozusagen alle NGOs, also keinerlei Fremdfinanzierung mehr zuzulassen. Das würde natürlich, vor allem wenn es kontrolliert würde, tatsächlich einigen NGOs den Boden unter den Füßen wegziehen. Auch hier möchte ich noch mal sagen, das realistische Bild ist das, die Mehrheit der israelischen NGO bekommt ihre Mittel von israelischen Spendern und nicht von fremden Regierungen. Ja? Und wir haben zum Beispiel Partner, die sagen, sie wollen sich jetzt ganz darauf konzentrieren, dass nicht nur, sie haben ganz wenige bekommen, auch nur über 50%. Ja, also dass man wirklich mal sieht, bisher betrifft es wenige NGOs, und deshalb finde ich, das will ich hier auch sagen, weil es gerade auch
in der Pressedebatte noch mal hier einen Dialog war. Ich finde es verfehlt, zum Beispiel Israel an der Stelle, zurzeit jedenfalls, gleichzusetzen mit Russland und China. Wir haben uns mit dem russischen NGO-Gesetz sehr ausführlich befasst. Das können Sie nicht vergleichen, auch die Situation der NGOs nicht, noch nicht jedenfalls. Man muss wachsam sein, wir müssen diesen Dialog führen, aber ich halte eine Gleichsetzung, ich halte die zum jetzigen Zeitpunkt für verfehlt. Die zweite Frage von Herrn Schwabe, ISDGH, dass vor dem ISDGH die Menschenrechtsverbrechen im Rahmen vom Gaza-Krieg zum Thema werden. Wenn sozusagen da die Menschenrechtsverbrechen der Hamas gleichermaßen sozusagen zum Thema werden wie Dinge, die durch den Militäreinsatz passiert sind, dann bin ich natürlich die Letzte. Und wenn es Dinge gibt, die vor dem ISDGH geahndet werden können, d'accord. Ich will hier nur generell sagen, ich bin eine Verfechterin und das, so habe ich auch immer die Politik, egal welcher deutschen Bundesregierung, verstanden, wirklich einer Verhandlungslösung. Einer Verhandlungslösung in diesem Konflikt. Und ich setze nach wie vor auf die Zwei-Staaten-Lösung und dieses, dass sie nicht möglich sei. Das ist sozusagen ja auch ein Bild, was aufgebaut wird. Das kann ich jetzt hier nicht mehr ausführen, aber sagen, am Ende, die Mehrheit der Israelis ist der sicheren Auffassung, dass die Siedlungen nicht ein Hindernis zum Frieden sind. Weil die Mehrheit der Siedler wird, wenn die Grenzen gezogen sind, freiwillig zurückkehren nach Israel. Es bleiben 20.000 bis 30.000, die radikal sind. Und da sagen auch die Mehrheit der Israelis, dann müssen wir die eben mit dem Militär da abziehen. Die Siedlungen werden nicht als Haupthindernis gesehen. Die Sicherheit ist eine wichtige Frage für die Israelis. Und auf der anderen Seite die Flüchtlingsrückkehr, wo ja gar nichts gelöst ist bisher, nicht? So, also das sind das heißt, die Chimäre an die Wand zu malen, das ginge ja alles gar nicht mehr, nur damit man dem jüdischen Staat das Existenzrecht absprechen kann, das halte ich nicht für richtig und ich will sehr klar sagen, dass das nicht unsere Position ist und ich glaube, das ist auch kein Weg, der dort zum Frieden führt und damit eben auch kein Weg, der zu einer, zu weniger Menschenrechtsverletzungen führt. Das heißt, letzter Satz, ich glaube, dass es schwierig ist zu sagen, wir drehen jetzt die bisherige Politik um und priorisieren Menschenrechtsverletzungen vor der Frage der Sicherheit. Weil das wird am Ende nicht erfolgreich sein. Ich glaube, man muss beides gleichermaßen beachten. Sowohl die, gerade in dieser Region, die realistischen und realen Sicherheitsanforderungen und Bedrohungen, die dort existieren und die auch jeder Lösung im Wege stehen könnten, und die Menschenrechtsverletzungen, die mit der Besatzung verbunden sind. Ich glaube nicht, dass man das umdrehen kann. Ich möchte jetzt auch was zu Protokoll geben. Ich finde es unverschämt, dass ein eingeladener Sachverständiger einen anderen Israeli als antisemitisch bezeichnet und beleidigt. Eigentlich verlange ich jetzt eine Entschuldigung. Okay. Das geht zu weit. Gut, zu Protokoll genommen. Jetzt werden wir aber die Sitzung beenden müssen. Ich darf mich bei den Sachverständigen herzlich bedanken. Ich habe den Eindruck, da hätten wir sehr viel mehr Zeit gebraucht. Ich darf mich bei den Kolleginnen und Kollegen hier alle bedanken und auch bei dem Publikum, das heute hier mitgehört hat. Herzlichen Dank an Sie alle. Die Sitzung ist geschlossen.